Fipsi, der philosophisch-psychologische Podcast. Heute mit Dr. Ruben Ellinghaus zur Messung und Theoriebildung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur 16. Episode unseres Podcasts Fipsi, der sich mit der Auseinandersetzung von Philosophie und Psychologie beschäftigt. Wie gewohnt habe ich Hannes Wendler, meinen guten Freund, an meiner Seite. Ich grüße dich herzlich. Wie geht es dir? Hallo Alexander. Es ist wie immer schön, hier zu sein. Und heute feiern wir, wie so manches Mal in einem jungen Podcast, ja eine Premiere. Nämlich, wir haben einen ganz besonderen Gast da. Lass mich ihn vorstellen. Es ist Ruben Ellinghaus. Und was seinen Besuch besonders macht, ist nicht nur seine Eigenschaft als Wissenschaftler und Experimentalpsychologe, sondern auch, dass er in gewisser Weise das Projekt Fipsi zum ersten Mal zum Erfolg werden lässt. Denn es handelt sich um jemanden, der sich bei uns gemeldet hat, weil er Fipsi gehört hat. Wir haben also Ruben nicht eingeladen in derselben Form, wie wir unsere anderen Gäste eingeladen haben, sondern Ruben hat tatsächlich die Möglichkeit genutzt, uns zu schreiben. Und das hat uns sehr gefreut. Und umso schöner ist es, dass wir nun an dieser Stelle den Diskurs tatsächlich in die Tat umsetzen können. Und das machen wir nicht nur, um ein Exempel zu statuieren und zu zeigen, was tatsächlich Fipsi für ein interaktives Projekt sein kann, sondern vor allen Dingen natürlich auch, weil Ruben so ein spannendes Thema mitgebracht hat. Bevor wir auf dieses Thema kommen, möchte ich allerdings ein bisschen etwas zu unserem Gast Dr. Ruben Ellinghaus sagen. Ruben Ellinghaus hat in Enschede in den Niederlanden und in Göttingen Psychologie studiert und hat im Laufe seines Studiums in Neuseeland einen Forschungsaufenthalt gehabt. Nach seinem Studium hat er in Tübingen bei dem namhaften Allgemeinpsychologen und Psychophysiker Rolf Ulrich wurde er promoviert, und nach seiner Promotion hat er eine Postdoktorandenstelle in Hagen angenommen, an der Fernuniversität Hagen. Zu den Forschungsschwerpunkten von Ruben Ellinghaus gehört die Psychophysik, die Chronometrie, aber eben, und das ist für uns heute von ganz besonderem Interesse, auch die theoretische Grundlage dieser Aspekte. Und da zeigt sich eben, dass die deutsche allgemeine Psychologie dazu imstande ist, ihre eigenen empirischen Grundlagen zu reflektieren und nicht nur Experimentalpsychologie ohne Kopf sozusagen zu betreiben. Zu den Publikationen, die Ruben Ellinghaus vorgelegt hat, gehört zum Beispiel ein Artikel über Delta plots with negative going slopes as a potential marker of decreasing response activation in masked semantic priming. Das ist ein Thema, das gewisserweise auch schon den Forschungsschwerpunkt zum Ausdruck bringt. Struktur der Aufgabe, die Experimentalaufgabe selbst als ein Paradigma, das hilft zu verstehen, wie kognitive Prozesse ablaufen. Und andererseits zusammen mit dem erwähnten Professor Ulrich und der Professorin Bausenhardt ein Artikel Effects of Stimulus Order on Comparative Judgments Across Stimulus Attributes and Sensory Modalities. Das ist ein Artikel, der für mich auch noch mal einmal zum Ausdruck bringt, was Geisteskind gewisserweise Ruben Ellinghaus ist. Wenn man auf diese Idee von Stimulus Order eingeht, dann sieht man da, dass es sich um die Bestimmung eines Experimentalparadigmas geht, um zu schauen, unter welchen spezifischen Bedingungen im Labor bestimmte Formen der Reizentdeckung und der Reizverarbeitung erreicht werden können. Das ist also die klassische Experimentalpsychologie, die einen sehr großen und wichtigen Wert hat und gewisserweise das Herzstück der modernen Experimentalpsychologie ist. Und ich glaube, dass dieser Zusammenhang und diese Expertise
von dir, Ruben, ein ganz wunderbarer Dialogpunkt für Hannes und mich ist, weil wir uns ja doch in den ersten 15 Episoden weniger auf die Experimentalpsychologie auf dem Niveau ihrer in der Regel durchgeführten Experimentalforschung bezogen haben, sondern eher auf ihre konzeptuellen und theoretischen Grundlagen. Und in diesem Sinne bin ich ganz gespannt darauf, was sich heute für ein Dialog zwischen uns entfalten wird, würde an dieser Stelle dir aber am liebsten das Wort erst einmal übergeben, damit du uns deine Ideen etwas näher bringen kannst. Ja, vielen Dank für die netten einleitenden Worte. Ich glaube, ja, tatsächlich, was uns verbindet, ist ein Interesse oder ein geteiltes Interesse an den gleichen Gegenständen. Nur eben, dass wir einen ganz anderen Zugang zu diesen Gegenständen haben. Vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen, ja, gewisse Themen, die mich eben interessieren und wie ich mich diesen annähere und ja, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Also tatsächlich ist es so, dass ich eben eigentlich schon immer an ja, philosophischen Themen interessiert war, die irgendwie mit Wahrnehmung und Kognition und so weiter zusammenhängen. Und so stand für mich eigentlich die Frage, du hast ja mein Studium auch schon erwähnt, für mich stand tatsächlich diese Frage im Raum, Philosophie oder Psychologie zu studieren. Und ja, ich habe mich dann für die Psychologie eigentlich entschieden, aufgrund der, naja, wie ich es damals einschätzte oder auch immer noch einschätze, Vielseitigkeit. Also mein Eindruck oder meine Idee der Psychologie ist eigentlich, dass sie im Ansatz schon interdisziplinär angelegt ist. Manchmal wird die Psychologie ja auch als Brückenwissenschaft beschrieben. Also es gibt ja ganz viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel oder Schnittmengen mit der Biologie, mit der Philosophie, mit der Informatik, mit der Mathematik. Ja, das fasziniert mich eigentlich an Psychologie. Und ja, ein Thema, was ich sehr interessant immer fand und immer noch finde, ist Bewusstsein. Ja, also Erlebnisqualitäten. Eigentlich, was ja das Selbstverständlichste überhaupt zu sein scheint, ist doch bei näherer Betrachtung sehr, sehr rätselhaft. Ja, das kennen wir alle, dass man morgens aufwacht und ja, bewusste Eindrücke erlebt. Es scheint trivial, also wenn man es jetzt so formuliert, aber es ist eben bei näherer Betrachtung doch sehr, sehr rätselhaft, wie denn ein biologisches System, wenn man jetzt sagen möchte, das Gehirn zum Beispiel, da gibt es ja auch unterschiedliche Konzeptualisierung, ob das jetzt sozusagen das Gehirn Bewusstsein produziert oder eben der ganze Körper oder die Interaktion von System und Umwelt. Aber es ist eben doch sehr, ja, rätselhaft, interessant und vor allen Dingen denkt man ja auch darüber nach, wie denn eigentlich durch eben dieser Geist oder das Bewusstsein zur materiellen Welt verhält. Also wie passt das beides zusammen? Wie kann man das verstehen? Und ich bin dann, ja, also nach dem Grundstudium, nach dem Bachelorstudium in Enschede in Holland, bin ich dann nach Göttingen gegangen, weil es ja in Göttingen ja eben tatsächlich ein eher naturwissenschaftlichen Schwerpunkt gibt. Ich würde mal sagen, besonders wichtig war da eigentlich für mich, dass ich in Kontakt gekommen bin mit Professor Uwe Mattler, der dort ja den Lehrstuhl hat für experimentelle Psychologie. Und Uwe Mattler macht mit seiner Gruppe experimentelle Bewusstseinsforschung. Und da gab es ein Seminar, also ein Grundseminar, ein Vertiefungsseminar. Ich habe dann auch meine Masterarbeit bei ihm geschrieben. Und das war eben für mich dann faszinierend zu sehen, dass das Thema Bewusstsein, ja, also eigentlich ein philosophisches Thema, hier aufgefasst wurde als ein Gegenstand
dem man sich auch mit experimentellen, naturwissenschaftlichen Methoden annähern kann. Das geht eben zum Beispiel über Priming-Experimente, also Warnungsreize, die man subliminal präsentiert, ja, von denen man aber trotzdem über Reaktionszeiteffekte zeigen kann, dass sie trotzdem eine Wirkung haben, zum Beispiel aufs motorische System. Und über diese Methodik kann man sich beispielsweise dann auch annähern der Frage nach der Funktion von Bewusstsein. Ne? Man kann nämlich zeigen, dass nämlich die zum Beispiel Informationsverarbeitung, also bis zu einem sehr hohen Level Informationsverarbeitung, auch unbewusst funktionieren kann. Ne? Zum Beispiel auch semantische Informationsverarbeitung. Es gibt auch unbewusstes semantisches Priming oder Metakontrastmaskierte semantische Primes. Darum ging auch die eine Publikation von mir, die du eingangs schon erwähnt hast. Genau, diese Reaktionszeitexperimente, also ja eigentlich, ich sage mal, harte Naturwissenschaft in Verbindung jetzt verknüpft mit diesem philosophischen Thema Bewusstsein. Das fand ich einfach faszinierend oder finde ich immer noch faszinierend. Ja, und da sind wir auch schon dann sehr nah an der Psychophysik. Da könnte man jetzt sagen, ist das überhaupt Photometrie oder Psychophysik? Man misst zwar Reaktionszeiten, aber man manipuliert ja physikalische Parameter, also zum Beispiel den zeitlichen Abstand zwischen Warnungsreiz und Maske oder Maske und Zielreiz. Also ja, man variiert eigentlich physikalische Parameter und setzt sie systematisch in Beziehung zu Leistungen, ja, zu Reaktionszeiten und Fehlerraten, die Versuchspersonen eben erbringen im Experiment. Und davon ausgehend kann man dann eben Rückschlüsse ziehen über kognitive Prozesse, die ablaufen, während Versuchspersonen diese Aufgabe machen. Und ja, diese Prozesse, so komme ich vielleicht zum zweiten Punkt, wie lassen sich diese Prozesse dann beschreiben? Und da bietet sich eben die Mathematik an, denke ich, Mathematik einfach als Sprache, als eine präzise Formulierung, dass man sozusagen sich selbst genau überlegt, was man eigentlich meint. Jetzt bezogen auf diese Ahnungsreizexperimente kann das zum Beispiel sein, dass man einen stochastischen Prozess nimmt, einen Diffusionsprozess, Wiener Prozess, der davon ausgeht, dass zum Beispiel ausgehend vom Reiz Evidenz stufenweise akkumuliert wird, bis dann eine Entscheidungsgrenze erreicht ist und entsprechend die Handlung ausgeführt wird. Und da sehe ich eben einen Vorteil von mathematischer Modellierung, dass sie eben sehr präzise formulieren kann, Prozesse sehr präzise bestimmen oder formulieren kann, was im zweiten Schritt eben auch den Vorteil bietet, sehr exakt Hypothesen ableiten zu können. Und ich glaube, dass dieses Deduzieren, dieses Ableiten aus Theorien und Modellen, um Hypothesen zu generieren, das ist extrem wichtig für die Psychologie, gerade auch im Zuge der Replikationskrise. Ne? Das ist, glaube ich, ein Thema, das auch jetzt im Zusammenhang mit der Replikationskrise noch unterschätzt wird. Warum lassen sich viele Experimente nicht replizieren? Es liegt, glaube ich, daran, dass eben halt viele Sachen getestet werden, die eine geringe A priori-Wahrscheinlichkeit haben. Und warum haben die eine geringe A priori-Wahrscheinlichkeit? Weil die nicht sauber deduziert sind aus guten Theorien. Ja, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Ja, so bin ich dazu gekommen, sage ich mal. Ja, eigentlich in Göttingen über Uwe Mattler. Und dann hatte mich das eben ja sehr fasziniert mit der mathematischen Modellierung und Reaktionszeiten. Dann bin ich zu Jeff Miller gegangen, nach Neuseeland, und habe diese Sachen etwas vertieft. Ja, und dann das weitergemacht, auch in der Promotion. Dann eben nicht, also weiterhin mit mathematischer Modellierung beschäftigt, dann allerdings nicht im Zusammenhang mit chronometrischen Methoden, sondern dann wirklich mit klassischer Psychophysik.
Also Schwellenwertbestimmung, also die klassischen Fechner-Paradigmen eigentlich, in denen Versuchspersonen angeben sollen, welcher, also ein Magnitudenurteil, ne, Versuchspersonen angeben sollen, welche von zwei aufeinander präsentierten Reizen größere, hellere, lautere und so weiter ist. Und dann kann man eben den Schwellenwert bestimmen. Ja, und da gibt es ja eben diesen Typ-B-Effekt. Das wird jetzt vielleicht zu technisch, aber so dieser, ja, also das Differenzlieben hängt ab von der Reihenfolge der Reize. Da gibt es zeitliche Kontexteffekte. Und diese zeitlichen Kontexteffekte, die kann man verstehen als einen Gedächtniseffekt. In dem Sinne, dass eben anders als Versuchspersonen selber erleben, nicht nur die präsentierten Reize miteinander vergleichen, sondern auch die Reizhistorie mit einbeziehen, beispielsweise in Form von einer internen Referenz. Diese interne Referenz, wie sich sowas aufbaut, das kann man eben sehr schön auch mathematisch modellieren, spezifizieren über einen geometrisch gleitenden Durchschnitt zum Beispiel. Und ja, da kann man das. Und dann kann man natürlich, wenn man so eine mathematisch ausformulierte Theorie oder ein Modell hat, dann kann man auch Simulationen programmieren und eben sehr exakte und oft auch kontraintuitive Vorhersagen machen, die man dann experimentell überprüfen kann. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte meiner Doktorarbeit. Ja. So viel vielleicht erstmal. Ich habe schon sehr lange wirklich jetzt geredet. Ja, danke. Ja, vielen Dank, Ruben. Dann nehme ich einfach mal das Wort und ich will dich auch erstmal noch willkommen heißen. Es freut auch mich ganz besonders, dass du heute hier bist. Und wie du deinen Werdegang schilderst, kam ich nicht umhin zu bemerken, dass es da einige Parallelen zu meinen eigenen Werdegang gibt, die wir ja auch schon per E-Mail kurz angesprochen haben. Beispielsweise war für mich auch am Beginn des Studiums der naturwissenschaftliche Zugang auf der einen Seite der wichtigste, aber auch der selbstverständliche. Ich habe lange überlegt, ob ich Physik studieren soll. Und insofern ist natürlich Fechner der natürliche Verbündete für jemanden, der sich doch für die Psychologie entscheidet, weil man dann eben Psychophysik machen kann. Quasi das Nächste an naturwissenschaftlicher Behandlung eben dieses Gegenstands der Psyche betreibt. Insofern ist mir das alles sehr vertraut und sympathisch und kann ich dann nachvollziehen. Mittlerweile muss ich allerdings gestehen, dass ich, was mein 18-jähriges Ich damals dachte, nämlich dass das Doppelstudium Philosophie und Psychologie deshalb vielversprechend ist, weil die Psychologie eben auch den naturwissenschaftlichen Zugang zu diesen philosophischen Fragen bieten könnte. Mittlerweile muss ich gestehen, dass ich nicht mehr so ganz davon überzeugt bin, dass das so ist, aber nicht aus prinzipiellen Gründen, sondern vor allem aus kontingenten Gründen. Wenn man Psychologie versteht als die Disziplin, wie sie vorliegt, dann glaube ich nicht, dass sie das leistet, wissenschaftlich einzuholen, aber als Aufgabe für die Zukunft glaube ich, dass das möglich sein könnte oder dass es zumindest ein Auftrag ist, der wahrscheinlich dazu taugt, nicht nur eine Forscherinnenkarriere zu tragen und zu füllen. Also ich sehe das eher als Desiderat, wenn man natürlich den Begriff der Naturwissenschaft auch noch kritisch reflektiert. Da bin ich heute auch nicht mehr so ohne weiteres dafür zu gewinnen, dass die Psychologie nur Naturwissenschaft sein sollte, sondern ich würde, das führt ja jetzt auch schon über auf die inhaltliche Diskussion, einen der Punkte, den du vorgebracht hast, ich würde dafür plädieren, dass wir reflektieren oder alles zur Disposition stellen, in welchem Sinn die Psychologie als Wissenschaft zu bestimmen ist. Und von vornherein wäre ich da kritisch gegenüber jede Einordnung dieser Wissenschaft in eines der bekannten Labels und ich würde immer auch die Möglichkeit einräumen, dass sie sich sperrt. Das heißt natürlich nicht, dass der Vergleich mit den bekannten Kategorien, die wir haben mit den Labels, nicht fruchtbar ist, aber man sollte sich da ein offenes Ohr bewahren, glaube ich, sodass man eben auch die Spezifik der Psychologie erarbeiten kann. Das nur vorweg. Ich will einen Punkt aufgreifen, den du selbst angesprochen hast, und zwar den der Replikationskrise. Den finde ich besonders reizvoll, auch im Anbetracht dessen, wohin sich der Podcast ja noch entwickeln wird anhand unserer Materialien. Denke ich, dass das ein besonders fruchtbares Thema ist. Und zwar hast du da gesagt, dass einer der Gründe für die Replikationskrise, die du ja mit
Oberauer beispielsweise oder Lewandowski eben als Theoriekrise begreifst, auch derjenige ist, dass Hypothesen getestet werden, die eine geringe A priori-Wahrscheinlichkeit haben. Also eine geringe A priori-Wahrscheinlichkeit würde ja jetzt bedeuten, dass sie noch vor aller Erfahrung, noch bevor wir irgendwelche empirischen Untersuchungen anstellen, eher nicht wahr als wahr sind. Nicht wahr? Also das ist die Bedeutung dieser geringen A priori-Wahrscheinlichkeit. Und du würdest den Grund dafür sehen, dass sie nicht sauber aus den Axiomen und Präsuppositionen der sie veranlassenden Theorie hergeleitet werden. Und soweit zur Darstellung deiner Position. Dein Vorschlag wäre es, dass diese Deduktion der Hypothesen aus dem Modell dadurch gesichert werden könnte, dass wir formalisierte Theorien vorlegen, weil diese eine stärkere logische Verknüpfung zu den Hypothesen aufweisen, die sie eben testen wollen. Soweit zur Darstellung. Nun mein kritischer Einwand oder eine Perspektive, die man darauf wenden kann. Beispiel, ich habe mir kurz diesen Artikel angeschaut von Oberauer und Lewandowski auch, Addressing the Theory Crisis in Psychology, einer der wichtigen Artikel in diesem Zusammenhang. In dem werden auch Argumente von Klaus Fiedler, eben auch meinen Spiritus Vector hier in Heidelberg, diskutiert. Und Fiedler bringt dort zwei Einwände ins Feld. Das erste ist, dass diese geringe A priori-Wahrscheinlichkeit auch andere Gründe haben könnte. Und zwar ist Fiedlers allgemeiner Rahmen der Argumentation ja der, er sieht zwar die Replikationskrise auch als Theoriekrise, aber er sieht das formalisierte Hypothesentesten als Teil des Problems. Und ein Argument, das er dafür liefert, nämlich das erste, ist, dass die A priori-Wahrscheinlichkeit für die Wahrheit einer Hypothese auch sinkt mit der Spezifität dieser Hypothese. Also je spezifischer eine Hypothese formuliert ist, desto mehr Alternativen schließt sie aus. Und umso schwieriger ist es, diese Hypothese nachzuweisen. Das heißt, je spezifischer die Hypothese, desto geringer die A priori-Wahrscheinlichkeit aus logischen Erwägungen alleine. Darüber hinaus, das ist ein zweites Argument, ist mit Quine, ich denke, dass Quine hier im Hintergrund steht, ich weiß es nicht genau bei Herrn Fiedler, aber ich nehme an, dass er ihn kennt, haben wir ein Problem der Unterdeterminiertheit von Theorien durch die empirische Evidenz. In der Weise, dass eine Hypothesenbestätigung oder Falsifikation nicht diagnostisch ist für die Theorie selbst. Also Fiedler argumentiert, dass jede Hypothese, wenn sie widerlegt oder belegt werden wurde, noch nicht eindeutig einen Rückschluss auf das Modell erlaubt, aus dem sie hergeleitet wurde. Da eben aufgrund der Unterdeterminiertheit immer verschiedene Theorien oder Modelle vorliegen können, die zu denselben Hypothesen gelangen, aber selbst unterschiedliche Voraussetzungen haben. So, das wären zwei Herausforderungen für das Bild, dass die geringe A priori-Wahrscheinlichkeit, der getesteten Hypothesen, die einen der großen Gründe für die Replikationskrise darstellt, bloß auf eine nicht saubere Deduktion zurückzuführen ist, sondern eben, dass das formalisierte Hypothesentesten selbst Teil des Problems ist. Ich denke, dass wir sicherlich noch Gelegenheit haben werden, eine breiter angesetzte Kritik, die auch noch die Grundlagen dieses ja doch innerhalb der Wissenschaftstheorie, der Psychologie verbleibenden Kritik selbst wiederum zu kritisieren. Aber ich denke, dass das jetzt schon mal ein fruchtbarer Punkt ist, um noch einmal in die Diskussion überzugehen. Also mich würde interessieren, was du von dieser Fiedlerschen Kritik hältst, ob du das formalisierte Hypothesentesten selbst auch problematisieren würdest oder ob du da Stellung beziehen würdest und gute Theoriebildung tatsächlich formalistisch betrachten wolltest. Ja, vielen Dank für die interessanten Aspekte, die du jetzt noch mit hereinbringst. Ich muss zugeben, dass ich die Kritik am formalisierten Hypothesentesten von Klaus Fiedler nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich kann tatsächlich das Argument der Spezifizität nicht logisch nachvollziehen. Also meiner Ansicht nach, ich sehe da keinen Zusammenhang mit der Wahrscheinlichkeit von oder mit der Aussagekraft
von statistischen Ergebnissen über die Wahrheit von Hypothesen. Vielleicht könntest du auf diesen Punkt nochmal eingehen und das genauer erläutern, wie da der logische Zusammenhang ist zwischen Spezifizität und Interpretation von statistischen Ergebnissen. Ja, sehr gerne, gar kein Problem. Es ist ja auch nicht verwunderlich, Obauer und Lewandowski nehmen sich ja auch beide Kritikpunkte an und meinen sie zu widerlegen. Ich glaube hingegen, dass diese Widerlegung nicht gelingt. Aber darum geht es auch nicht, das ist auch zu verstiegen jetzt im Spezialdiskurs. Was meint Fiedler, wenn er sagt, dass die a priori Wahrscheinlichkeit für die Wahrheit einer Hypothese sinkt, je spezifischer sie ist? Ich glaube, das kann man gut anhand eines veranschaulichen Gedankenexperimentes demonstrieren. Stellen wir uns vor, es klopft an meiner Tür. So, jetzt stelle ich die Hypothese auf, hinter dieser Tür steht ein Mensch. Oder ich stelle die spezifischere Hypothese auf, hinter dieser Tür steht ein Mann. Und jetzt fragen wir uns, für welche dieser beiden Hypothesen ist die a priori Wahrscheinlichkeit höher? Für die spezifischere oder für die allgemeinere? Und dann ist es natürlich wahr, dass die allgemeiner formulierte Hypothese, dass dort ein Mensch steht, wahrscheinlicher ist als die spezifischer formulierte Hypothese. Also vieles Argument beruht auf dieser Intuition. Je genauer wir etwas vorhersagen wollen, desto besser muss unsere Theorie auch sein, nicht wahr? Das heißt nicht, dass es nicht wahr sein kann, eine formalisierte Hypothese, aber es ist, die Beweislast steigt proportional zur Präzision. Nicht wahr? Also das ist der Grundgedanke, den Fiedler hier antreibt. Und ich denke, das Argumentationsziel, auf das er verweist, ist bloß das. Also es ist gar nicht, das ist gar nicht so revolutionär, sondern es ist nur, dass wir auch, er will einfach nur darauf verweisen, dass die Formalisierung nicht hinlangt, um uns aus der Theoriekrise herauszukatapultieren, sondern ich glaube, wenn Fiedler die, oder das ist jetzt meine Interpretation seines Standpunktes, wenn Fiedler die Replikationskrise als Theoriekrise begreift, dann hat er auch einen personalistischen Begriff von Theorie. Also er hatte eben zuletzt im Kolloquium der Arbeitsgemeinschaft Philosophie und Psychologie reden gehört und dort hat er immer wieder davon gesprochen, dass wir nicht meinen dürfen, dass wenn wir noch mehr und mehr Compliance-Methoden einführen, unter denen er eben auch die Formalisierung versteht, der Theoriebildung oder eben andere, sagen wir mal, Ringe, durch die man hüpfen kann, wie Pre-Registration oder Open Science, also dass man die Daten verfügbar stellt. Alles das sind Methoden, die uns das Denken abnehmen, denen wir einfach folgen können, um sozusagen gute Wissenschaft zu betreiben. Und Fiedler ist dieser Einstellung der Compliance-Methoden gegenüber kritisch in der Weise, als dass er meint, dass die Replikationskrise auch eine Personenkrise ist. Nämlich wir als Psychologie, wir Wissenschaftler sind ganz und Wissenschaftlerinnen sind ganz konkret angesprochen, da wir diejenigen sind, die die Ergebnisse nicht replizieren können und da wir diejenigen sind, die gemeint haben, dass sie funktionieren. Und gute Wissenschaft funktioniert nicht so, dass wir die Wissenschaft automatisieren, sondern gute Wissenschaft funktioniert so, dass wir uns als Wissenschaftsbetreibende bilden und dazu in der Lage sind, uns in die Lage versetzen, hervorragende Forschung zu leisten. Also das hat auch einen konkret ethischen Imperativ dann und eine Implikation für die persönliche Lebensführung und die Identität als Wissenschaftlerin und Wissenschaftler. Genau, also das wäre die Idee dahinter. Ja, ich bedanke mich, dass du diesen Punkt nochmal ausgeführt hast. Ich würde dir in vielen Dingen zustimmen. Ich bin auf jeden Fall auch kein Freund dieser, du hast es jetzt Compliance-Techniken genannt. Ich glaube auch, dass die Rolle viele dieser Methoden oder Techniken oder bürokratischen Auflagen tatsächlich überbewertet wird. Allerdings bin ich trotzdem immer noch nicht überzeugt, was den zweiten Punkt angeht, der Spezifizierung von Hypothesen oder Spezifizität von Hypothesen. Denn es stimmt natürlich, wenn es jetzt an der Tür klopft, dann ist das wahrscheinlicher war, dass da ein Mensch steht, als dass da ein spezifischer Mensch steht. Allerdings, wenn ich eine gute Theorie hätte, dann hätte ich schon vorher einen Hinweis darauf, ja, vor der Beobachtung, deswegen a priori. Mit einer guten Theorie hätte ich schon einen Hinweis darauf, wer da klopft, zum Beispiel, weil ich beobachtet habe, wer da in der Vergangenheit häufig geklopft hat. So könnte eine Theoriebildung erfolgen, ja, die dann a priori die Wahrscheinlichkeit erhöht.
So in etwa würde ich das erstmal jetzt im Ansatz skizzieren. Wenn ihr es mir gestattet, lasst mich einmal etwas weiter ausholen, denn aus den Eingangsbemerkungen von Ruben kann ich noch ein bisschen zur allgemeinen Struktur der heutigen Sitzung, die ja auch einen Doppeltitel hat, Messung und Theoriebildung, sagen, sodass wir vielleicht auch das, worüber wir gerade sprechen, noch in einen Kontext einordnen können. Ich würde nämlich gerne das Erste nicht aus den Augen verlieren, denn es gibt eine natürliche Beziehung zwischen beiden Dingen. Ruben hat uns aus seiner, sagen wir mal, Geistwerdung oder Wissenschaftlerwerdung erzählt und sagte, es war das Rätsel der Bewusstseinsfrage und der Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirn, die seine Kuriosität erweckt hat. Und am Ende seiner Ausführung kam er zu der Idee, kognitive Prozesse mit ins Spiel zu bringen. Und ich will nur einmal diesen Bogen schlagen, dass wir am Anfang die philosophische Kuriosität haben und am Ende den Begriff des psychologischen Konstruktes kognitiver Prozesse. Und ich will nicht in Frage stellen, ich will nicht behaupten, es sei eine Brücke, die man nicht schlagen darf. Im Gegenteil, es ist vielleicht die beste Brücke, die wir haben. Aber gerade wenn wir die Rätselhaftigkeit des Rätsels über das Verhältnis von Leib und Seele, aber eben auch die Bewusstseinsfrage schlechthin erhalten wollen, dann müssen wir uns fragen, was misst überhaupt die Psychologie und ist der kognitive Prozess dafür das Richtige? Und das führt uns jetzt zu dem zweiten Teil. Und ich glaube, darum ranken sich um diese beiden Probleme, rankt sich unsere heutige Sitzung. Auf der einen Seite haben wir diese Bewusstseinsfrage, die Frage, nach die man auch so stellen kann, was misst die Psychologie? Und auf der anderen Seite nun die Frage nach der Theoriebildung. Und hier ist für mich von großer Bedeutung, worüber ihr jetzt gerade gesprochen habt, und das hilft, glaube ich, auch unseren Hörerinnen und Hörern, sich ein wenig in den Kontext einzufinden. Was ist eine gute Theorie? Und dieses Kriterium ist nicht identisch mit dem Weg, auf dem wir Theorien gewinnen. Es muss natürlich die Theoriebildung eine Unabhängigkeit gegenüber dem Kriterium der Theoriebeurteilung haben. Und das macht das hier jetzt so schwierig. Und ich will nur ein kleines Zitat von Ruben hervorheben, nämlich Mathematik als Sprache. Das scheint für mich etwas sehr Wichtiges zu sein, an dem die Diskussion, die zwischen euch beiden gerade entbrannt ist, sich auch aufhalten muss. In dem Moment, in dem wir Mathematik als eine Form von Sprache, und was Sprache bedeutet, ist eben, das wissen wir als Philosophinnen und Philosophen, etwas sehr Tiefes und sehr Schwieriges, ist schon etwas angedeutet, was gleichzeitig die Implikation schafft, um zu verstehen, weswegen Theorien, die auf Mathematik basieren, für gute Theorien gehalten werden können. Hier geht es also in die Richtung eines Kriteriums. Aber das zugrunde liegende Problem, das, was ich jetzt gesagt habe, was ist eine gute Theorie, bewegt sich auf einer anderen Ebene zugleich. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir hier, und das ist immer die Hilfe, die die Philosophinnen und Philosophen den Psychologinnen und Psychologen anbieten können, dass wir die Argumentationslogik ordnen und dass wir eine Ordnungsfunktion geben. Und da hat Hannes gerade eben den Begriff der Duhem-Quine-These angesprochen. Und die bringt mich auf etwas, was jetzt mein Input an dieser Stelle ist. In der Wissenschaftstheorie kennen wir im Grunde genommen zwei Seiten. Den Geltungszusammenhang oder den Begründungszusammenhang, wie er genannt wird, und andererseits den Entdeckungszusammenhang. Der Begründungszusammenhang ist die Frage, ob eine Theorie gültig oder ungültig ist. Und das macht man dann vermittels der Überprüfung von Hypothesen, die man aus den Theorien ableitet. Und Hypothesen sind dann eben etwas, das im Widerspruch stehen kann, das ist der Modus Tollens, zu Protokollsätzen oder eben zu Basissätzen, wie Popper sagen würde. Das ist eine Frage der Theorienüberprüfung. Aber die spannende Geschichte, die wir jetzt haben, und das ist der Zusammenhang mit der Frage, was ist eine gute Theorie, ist, dass wir uns nicht auf der Ebene des Geltungszusammenhangs alleine bewegen, sondern bewegen uns auf der Frage, welche Theorien sollten wir überhaupt auf ihre Geltung hin überprüfen? Und da kommt jetzt
Das ist der Knackpunkt dieses zweiten Themas. Dieser Knackpunkt ist nämlich, dass man Theorien auf unterschiedliche Weise gewinnen kann. Und der frühe Diskurs des kritischen Rationalismus um Popper und auch schon des Wiener Kreises, des logischen Empirismus, hat sich diese Frage eigentlich nicht gestellt. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Popper selbst, aber sind auch Poppers Schüler oder diejenigen, die seine Gedanken fortgedacht haben, auf genau dieses Problem gekommen. Und da kommen wir nun auf das Duhem-Quine-Problem. Das will ich nur einmal kurz einführen, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wovon wir sprechen. Und zwar beziehe ich mich auf einen ganz kurzen Ausschnitt, den haben wir jetzt nicht mitgebracht, das könnte eigentlich eine unserer Quellen sein, aber ich lese es jetzt einfach mal ad hoc vor bei Imre Lakatos, der einfach nur eine kurze Beschreibung von der Duhem-Quine-These gibt. Und da werden vermutlich alle sofort sehen, weswegen wir eben über den Menschen an der Tür und den Mann an der Tür geklopft haben. Die Duhem-Quine-These behauptet, dass ein genügendes Ausmaß an Fantasie jede Theorie, ob sie nun aus einem Einzelsatz oder aus einer endlichen Konjunktion von Sätzen besteht, für immer vor einer Widerlegung retten kann. Und zwar durch eine geeignete Adjustierung der Hintergrundkenntnisse, in die sie eingebettet ist. Quine formuliert die Sache so: Jede Behauptung kann für wahr gehalten werden, was auch kommen mag, wenn wir hinreichend drastische Adjustierungen anderswo im System durchführen. Umgekehrt ist eben darum keine Behauptung vor einer Revision gesichert. So viel nur diese kurze Passage von Lakatos, der gleichzeitig William von Orman Quine auch zitiert, von dem aus dieses Problem ausgeht. Und der Sachverhalt, über den Hannes und Ruben sich eben unterhalten haben, ist also der folgende. Welcher Natur sollten die Theorien, die wir in der Psychologie bilden, sein? Und welche Maximen sollte die Theoriebildung folgen? Und was die Position, die Hannes mit Klaus Fiedler vertreten hat, ist nun die folgende, dass sich Theorien auf dem Weg der mathematischen Spezifizierung durch Formalisierung unter Umständen gegen die Falsifikation immunisieren, obwohl im Zusammenhang des Entdeckungszusammenhangs gar kein Mehrwert an Qualität gewonnen worden ist. Also auf der Grundlage von unter Umständen, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, selbst fragwürdigen Datenquellen, die auf einer reflexiven Ebene gar nicht als belastbar oder als umfänglich, als repräsentativ gelten, lassen sich Theorien dennoch so einrichten, dass ihre Falsifikation schwieriger wird. Das bedeutet also, dass es auf der Ebene des Geltungs- oder Begründungszusammenhangs den Anschein macht, dass die Theorien besser geworden sind, weil es schwieriger geworden ist, sie zu widerlegen. Aber was tatsächlich passiert ist, ist einfach nur, dass wir unsere Theoriebildung an die Art und Weise, wie wir Theorien überprüfen, angepasst haben. Und das ist, vermute ich, jetzt die Argumentation, mit der man sagen muss, Theoriebildung braucht nicht nur einen Formalismus, sondern braucht etwas Theorieexternes, was die Validität, ich sage jetzt mal Validität hier vielleicht als falscher Begriff, was die Stärke, was die Qualität von Theorien ausmacht. Aber jetzt kommt der Clou und damit will ich schließen. Als Ruben gesagt hat, Mathematik als Sprache für eine Optimierung unserer Beschreibung, hatte er vielleicht etwas anderes im Sinn als das, was so vielleicht etwas geisteswissenschaftlich gebiasten Leuten wie Hannes und mir nahe liegt, nämlich Mathematik tatsächlich als etwas, was nicht nur ein hohler Formalismus ist, Mathematik denkt nicht gewisserweise, Mathematik als reines Instrument bei dem der Selbstimmunisierung, sondern Mathematik tatsächlich, und da ist jetzt Ruben als Psychophysiker gefragt, Mathematik als etwas, was tatsächlich zu einem Ausdruck der Welt sein kann. Mathematik selbst als eine Sprache, im tiefen Sinn von Sprache. Das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir gerade diskutieren und an dem eure beiden Positionen etwas auseinandergehen. Wenn ihr mir gestattet, ich hoffe, es ist mir gelungen, hier so ein bisschen
die Parallaxe, die Triangulation vorzunehmen, um auch die Hörerinnen und Hörer, die geneigten Hörerinnen und Hörer, etwas in die Problematik, die hier zugrunde liegt, einzuführen. Ja, vielen Dank, Alexander, für diese Ausführung. Ich glaube, du weist da auf einen ganz wichtigen Punkt eigentlich hin, was die Mathematik oder was die Interpretation von Mathematik für die Psychologie sein kann. Denn tatsächlich ist es so, einerseits könnte Mathematik oder könnte eine mathematische Beschreibung kognitiver Prozesse lediglich eine Art vielleicht Hilfskonstruktion oder so etwas sein. Oder aber ich würde tatsächlich damit das Wesen kognitiver Prozesse beschreiben. Also ich glaube, so habe ich dich jetzt gerade verstanden, dass es vielleicht darum geht, was ist der ontologische Status so ein bisschen, ne, von zum Beispiel einem mathematischen Modell. Wenn ich zum Beispiel einen Entscheidungsprozess modelliere als einen stochastischen Prozess, ja, oder zum Beispiel eine Gedächtnisrepräsentation oder sensorische Repräsentation als eine Zufallsvariable beispielsweise. Welche Qualität hat das? Bin ich sozusagen, also behaupte ich damit dann, dass das tatsächlich, also dass die Natur tatsächlich dem Wesen nach so ist, dass eine sensorische Repräsentation sozusagen eine Zufallsvariable ist, oder ist es eine Art Hilfskonstruktion in der Theoriebildung, eine Art, ja, vielleicht etwas pragmatischer gedacht, um eben ja, Verhalten vorhersagen und erklären zu können, im Experiment beispielsweise. Ich glaube, das ist so ein bisschen vielleicht eine Unterscheidung, über die man nochmal nachdenken könnte. Der zweite Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen wollen würde, bezieht sich auf deine Aussage, dass man manchmal den Eindruck hat, die Theorien werden besser, weil sie schwieriger zu widerlegen, sind. Das sehe ich tatsächlich eher umgekehrt. Also die Theorie wird ja eigentlich besser, wenn sie leichter zu widerlegen ist. Also hat einen höheren empirischen Gehalt, jetzt mit Popper gesprochen, wenn sie eben stärker falsifizierbar ist oder es mehr Möglichkeiten zur Falsifikation gibt. Und ich glaube, dass auch an der Stelle mathematische Modelle sehr diagnostisch sein können, weil sie eben sehr präzise Vorhersagen machen, die eventuell dann eben nicht im Experiment eben nicht bestätigt werden können, weshalb dann eine Anpassung des Modells erfolgen muss. Ja, so könnte dann, also so verstehe ich eigentlich experimentelle Psychologie, ja, mit mathematischer Modellierung und ein bisschen mit so einem ja, popperianischen Wissenschaftsverständnis. Ja, es ist aber tatsächlich vermutlich ein gewisser, ja, vielleicht angelsächsischer Pragmatismus, dem ich da vielleicht auf den Leim gegangen bin, wenn man das mal so formulieren möchte. Also, ja, aber das sind spannende Punkte. Ja, das wollte ich nur noch dazu sagen. Ja, ich würde das gerne auch aufgreifen. Und ich finde durchaus, Alexander, du hast da eine gute Ordnung in die Diskussion gebracht, die es mir erlaubt, jetzt auch von hinten nach vorne auf die Punkte von Ruben neu einzugehen. Das Erste ist, es ist ja gar nicht so sehr ein angelsächsischer Pragmatismus, dem du dich da, in dessen Reihe dich du da stellst, sondern Popper war ja Wiener, also ist eher ein, mir als Österreicher ist das natürlich wichtig, das hervorzuheben. Nein, Scherz beiseite, aber vielleicht ist es präziser gesagt, wenn man von einem analytischen Pragmatismus spricht, der natürlich im angelsächsischen Sprachraum besonders populär ist. Das andere, was du gesagt hast, das nur noch als Randkommentar vorweg, ist,
Dass es diejenige Theorie einen höheren empirischen Gehalt hat, die leichter zu falsifizieren wäre. Ich glaube, das ist missverständlich, weil eine Doppeldeutigkeit im Wort leicht liegt. Es ist natürlich nicht so, dass eine, also das nur als Aufklärung für die Zuhörenden, es ist natürlich nicht so, dass eine Theorie, die man leicht von der Hand weisen kann, quasi ohne große Mühe, mit vielleicht einem Gedankenexperiment und einem Experiment, einem empirischen Experiment oder so, dass diese Theorie besonders gehaltvoll wäre, sondern eine Theorie ist nach Popper gerade dann empirisch gehaltvoll, wenn sie in ihrem Aufbau so strukturiert ist, dass sie widerlegt werden kann, und zwar prinzipiell. Also, dass es viele eingebaute Sollbruchstellen gibt, die auch so etwas wie eine kritische Forschungspraxis eben gestatten, in der quasi Entscheidungsexperimente durchgeführt werden können, die dann eben diese Sollbruchstellen auch angreifen. Und wenn die Theorie wahr ist, dann bricht sie nicht. Und wenn sie eben falsch ist, dann soll sie auch brechen. Das ist da quasi das Bild im Hintergrund. So, nun ist für mich der wirklich spannendste Punkt von dem, den du angesprochen hast, Ruben, derjenige des ontologischen Status von mathematisierten Theorien oder der Mathematik im Allgemeinen und dem Zusammenhang, den du da hergestellt hast zur Psychologie oder zu ihrem Gegenstand eben, dem Psychischen. Und zwar würde man diese Position, wie du sie vertreten hast, ja als, also jetzt in der philosophischen Terminologie im Anschluss an Aristoteles und den Neuplatonismus insbesondere, als einen Logomorphismus bezeichnen müssen. Sodass die Grundannahme ist eben hier die, dass die Welt auf eine Weise geordnet ist, dass sie vom Logos her, also von der Sprache her, vom rationalen Denken her, getroffen werden kann. Etwa eine alte, ich glaube, das war bei Thomas von Aquin oder von Augustinus, eine ganz ferne Konzeption dieses selben Gedankens ist die, dass beispielsweise die Natur, also die Berge und die Landschaft, logomorph sind und auf die Weise, dass wir sie als schön empfinden, Gott zu uns spricht, ne? Dass der Logos den Gott und uns verbindet, hier in der Natur sich ausdrückt und dass wir sie schön finden können, ist Ausdruck für den Logomorphismus der Welt. Und ähnlich ist es nun mit der Mathematik und der Psychologie. Wenn du sagst, die Psyche ist auf eine Weise strukturiert oder ontologisch verfasst, dass wir sie, wenn wir sie mathematisch beschreiben, zugleich wesentlich beschreiben können, dann vertrittst du so einen Logomorphismus. Und diese Position ist zunächst einmal gar keine, gegen die ich mich prinzipiell stellen würde. Also anders als du gemeint hast, Alexander, glaube ich, dass das jenseits einer geisteswissenschaftlichen Inklination steht, sondern es liegt mir nichts ferner als den Platz der Mathematik oder der formalisierten Psychologie in ihren Grundfesten anzufechten, sondern ich glaube, man muss einen Unterschied ansetzen zwischen dem Formalismus in der Psychologie und einer formalistischen Psychologie. Also wogegen ich mich mit Fiedler wenden würde, ist ja nur zu sagen, die einzig gute Theoriebildung wäre die formalisierte, die sich auf die Mathematik beruft, und nur sie wäre dazu in der Lage, wesentliche Einsichten über das Psychische zu generieren. Und wofür ich mich durchaus aussprechen würde, ist zu sagen, der Formalismus in der Psychologie hat einen zentralen Stellenwert und hat bedeutsame Ergebnisse hervorgebracht. Fechner ist ein großes Beispiel und Fiedlers Arbeit selbst auch. Wer sie kennt, weiß, dass sie über alle Maßen statistisch informiert ist und hochgradig mathematisch durchdrungen und auch ausgebildet und entsprechend auch schwer nachzuvollziehen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, eben diesen tiefen Sinn der Mathematik als Logos, also als Sprache, zu unterscheiden von einem reduktionistischen Sinn der Mathematik. Und in diesem zweiten Sinn würde ich mit Wolfgang Janke argumentieren, dass der reduktionistische Sinn der formalistischen Psychologie zu so etwas führt wie einer Precisio Mundi, also einer beschnittenen Welt. Dadurch, dass wir so einen immer noch spezifischeren Anspruch an das haben, wie wir wesentliche Einsichten über die Welt generieren, schneiden wir auch Wirklichkeitsdimensionen ab, die dann zu so etwas führen wie einem zu hohen Preis, würde ich jetzt mal sagen, für das, dass wir genaue Aussagen treffen können, wenn wir dadurch viele verschiedene Seinsdimensionen preisgeben müssen. Also Janke entwickelt dieses Argument auf Grundlage einer eben auch mit Poppers drei Welten verwandten Theorie der vier Welten, dass er eben sagt, es gibt so die Sinnenwelt, die Ideenwelt, die
metaphysische und religiöse Welt und die poetische numinose Welt. Und wenn wir jetzt ganz streng formalistisch Psychologie betreiben würden, müssten wir uns quasi auf die Sinnenwelt begrenzen. Und das ist eine Verarmung unseres Wirklichkeitsbezugs. Und das ist, glaube ich, die intuitive Stärke der geisteswissenschaftlich eingestellten Psychologie, dass sie von vornherein immer holistisch eingestellt ist. Und ob man nun jetzt das geisteswissenschaftliche Primat mitgeht oder nicht, aber doch, es, und das ist jetzt auch meine persönliche Meinung, es attraktiv finden kann, dass man in einer Psychologie, in einer Welt betreiben will, die quasi von Fülle gekennzeichnet ist, anstatt von Armut. Und dass eben auch für mich die Frage nach einer der Bedeutung der mythischen Dimension menschlicher Existenz psychologisch nicht von der Hand geweisen werden sollte, selbst wenn es für unsere Ohren heutzutage so esoterisch klingt. Und man sollte hier die Sache vor die Methode stellen, um eben ein Zitat, das ich von dir kenne, Alexander, von Max Herzog, ins Feld zu führen. Also das wäre jetzt meine Rekonstruktion im neu geordneten Sinn dieser Position. Ich würde eben also sagen, mit dir, Ruben, Mathematik als Sprache sehr gerne, und ich habe allen Respekt vor den Mathematikern und den mathematischen Psychologen. Das ist wirklich einfach nur beeindruckend und für mich auch mitunter die attraktivste Theoriebildung in der Psychologie. Aber ich würde sie nicht als Königin der Psychologie ansetzen, sondern als eine Mitstreiterin unter eben anderen Gleichwürdigen. Ja, das hast du sehr schön beschrieben. Ich kann dir da absolut nur zustimmen. Also ich bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass die mathematische Theoriebildung die Königsdisziplin ist oder die einzige Theoriebildung sein sollte, die einzige Art der Theoriebildung. Sie hat halt gewisse Vorteile, ne, also die ich sehe, und es ist halt auch die Art zu arbeiten, die ich eben gerade betreibe. Das ist, ne, was mich eben momentan interessiert, aber ich bin auf gar keinen Fall der Meinung, dass das die einzige Psychologie ist. Und vielleicht auch nochmal darauf zurückzukommen, du hattest auch jetzt über diese verschiedenen Seinsebenen, ne, des Menschen gesprochen, jetzt mit Popper die Allwelten-Theorie und so weiter. Und ich glaube, was da ein bisschen auch Bezug dazu hat, ist eine Ansicht, die ich eigentlich auch vertrete, dass mathematische Theoriebildung oder auch quantitative Methoden allgemein vielleicht besser funktionieren für das, was man manchmal so Low-Level-Cognition und so weiter bezeichnet. Also ja, eben in der Psychophysik, also sehr elementare sensorische Leistungen oder ja, sensorische, sensomotorische Leistungen und so weiter, vermutlich höhere Leistungen, ich sage jetzt einfach mal Leistungen oder Seinsebenen, komplexes Problem lösen zum Beispiel oder so, oder natürlich auch alles, was irgendwie das Leben betrifft, ne? Also die Identität, das ist natürlich alles ja unglaublich vielschichtig und komplex. Und wenn da jemand ja herkommt und sagt, dass, dem muss man sich allem mathematisch annähern, das glaube ich auf gar keinen Fall. Also das, ne, vielleicht kann man mich als mathematischen Psychologen bezeichnen, weiß ich gar nicht, würde ich auch, also experimentell arbeitender Psychologe, Allgemeinpsychologe, aber ich bin da auf gar keinen Fall der Meinung, dass da so ein Reduktionismus irgendwie sinnvoll wäre. Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Psychologie eine reine Naturwissenschaft ist oder sein sollte, nur ich betreibe Psychologie als Naturwissenschaft. Ich muss sagen, dass der Verlauf der Diskussion bisher ja sehr versöhnlich gewesen ist und wir gleichzeitig etwas problematisieren könnten und dann an einen Punkt gekommen sind, an dem jetzt ein Burgfrieden herrscht. Aber ich bin nicht ganz sicher, ob ich mich damit zufrieden geben kann. Zwar seid ihr beide an den Punkt gelangt, an dem ihr euch darauf geeinigt habt, dass die mathematische Theoriebildung nicht die einzige in der Psychologie sein kann, aber das führt uns doch an einen methodologischen Relativismus, an dem uns vielleicht dann irgendwie alles recht ist. Ich will zur Frage nach dem Kriterium zurückkommen. Was zeichnet eine gute psychologische Theorie aus? Und ich glaube, an dem Punkt kommen wir auf die Bezugsebene zurück,
die wir eingangs gewählt haben, nämlich das ist die Faszination des Bewusstseins. Aber ich will es mir nicht so leicht machen. Ich will jetzt hier nicht mit Augenscheinlichkeit argumentieren, denn dann würde ich das Kind mit dem Bade ausschütten. Letztlich lässt sich doch die Psychologiegeschichte so beschreiben, dass es sich um eine schrittweise Distanzierung von den scheinbaren Alltagsphänomenen, die wir psychisch nennen, handelt. Ursprünglich sind wir davon ausgegangen, es gibt eben unsere Erlebnisse und jetzt wollen wir sie einmal beforschen. Und nach hat die Psychologie in ihrer Entfaltung hervorgetragen, dass es sich damit gar nicht so einfach verhält. Und die Dinge, die wir einst für selbstverständlicherweise psychologisch gehalten haben, sind es heute kaum noch. Und deswegen ist eben nicht so, ist es nicht so meines Erachtens, dass wir für die Theoriegüte das einfach das Kriterium benennen könnten, zu sagen, Theorien sind dann gut, wenn sie unserer alltäglichen Intuition von dem Psychischen entsprechen. Ganz im Gegenteil glaube ich, dass wir überhaupt erst in die Lage gekommen sind. Und das ist schwierig, das nicht Psychologinnen und Psychologen zu erklären. Denn sie glauben, wie wir es alle vielleicht vor dem Psychologiestudium auch getan haben, dass sich die Psychologie mit diesen Alltagsfragen beschäftigt. Aber der Triumph und die Leistung des Kognitivismus ist ja eigentlich auf einer Ebene, sich theoretisch davon unabhängig zu machen, dass wir uns einfach nur der Faszination hingeben. Anders gesagt, in dem Moment, in dem wir nach dem Kriterium fragen, liegt zwar augenscheinlich das Bewusstsein irgendwie zur Hand, aber wir müssen die Hand, die sich danach ausstreckt, direkt wieder zurückziehen. Denn dann würden wir uns eigentlich die Errungenschaft der Psychologie zurückweisen, eine kritische Distanz gewonnen zu haben zu diesen alltäglichen Überlegungen. Jetzt ist es also die Problematik. Entweder suchen wir nach einem Gegenstand der Psychologie, gehen dieses Risiko ein, einen Gegenstand der Psychologie zu bestimmen, und der wäre dann unser Kriterium für Theoriegüte. Da könnten wir zum Beispiel sagen, ja, die Realitätssphäre, die Hannes eben angesprochen hat, die Realitätssphäre des Psychischen wird von der psychologischen Theorie, die wir gerade mathematisch oder auf welchem Weg auch immer gewonnen haben, gut oder schlecht abgebildet. Oder wir müssen uns davon zurückhalten, aber dann droht der Abgrund des Relativismus. Dann können wir eben sagen, anything goes. Und wenn eine Theorie, auf welchem Wege auch immer sie gewonnen worden ist, sich eben bewährt, dann bewährt sie sich. Und genauso gut können wir sie auswürfeln oder wir können sie im Rausch uns ersinnen. Es ist ganz egal. Das Wichtige ist dann eigentlich nur die Überprüfung des Begründungszusammenhangs, die Geltung der Theorie. Das ist, glaube ich, die Problematik, vor der wir hier stehen. Und ich würde es mir da nicht so einfach machen, mich für die zweite Sache zu entscheiden. Denn das würde gleichzeitig bedeuten, dass wir die Psychologie, und das ist ein ganz fundamentales Problem der theoretischen Psychologie, in ihrer Einheit preisgeben. Wenn wir sagen, die Psychologie ist nur irgendeine Wissenschaft, die sich in irgendeiner Kontinuität befindet, wir haben aber keine Kriterien dafür, was die Güte der Theorien ausmacht. Und da stößt, glaube ich, dieses zweite Thema, über das wir jetzt bisher gesprochen haben, mit dem ersten Thema, das du, Ruben, am Anfang etabliert hast, unmittelbar zusammen. Und ich würde einfach einmal vorschlagen, dass wir in dem Kontext jetzt auf Kant kommen, die erste Quelle, die du uns mitgebracht hast, weil es sehr gut dazu passt, darüber zu sprechen, was die Psychologie ausmacht. In Immanuel Kants Vorrede zu den metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft finden wir die folgende Passage, ich zitiere. Noch weiter aber als selbst Chemie muss empirische Seelenlehre jederzeit von dem Range einer eigentlich so zu nennenden Naturwissenschaft entfernt bleiben. Erstlich, weil Mathematik auf die Phänomene des inneren Sinnes und ihre Gesetze nicht anwendbar ist. Man müsste denn allein das Gesetz der Stetigkeit in dem Abflusse der inneren Veränderungen desselben in Anschlag bringen wollen, welches aber eine Erweiterung der Erkenntnis sein würde, die sich zu der, welche die Mathematik der Körperlehre verschafft, ungefähr so verhalten würde, wie die Lehre von den Eigenschaften der geraden Linie zur ganzen Geometrie. Denn die reine innere Anschauung, in welcher die Seelenerscheinungen konstruiert werden sollen, ist die Zeit, die nur eine Dimension hat. Aber auch nicht einmal als
systematische Zergliederungskunst oder Experimentallehre kann sie der Chemie jemals nahe kommen, weil sich in ihr das Mannigfaltige der inneren Beobachtung nur durch bloße Gedankenteilung voneinander absondern, nicht aber abgesondert aufbehalten und beliebig wiederum verknüpfen. Noch weniger aber ein anderes denkendes Subjekt sich unseren Versuchen der Absicht angemessen von uns unterwerfen lässt. Und selbst die Beobachtung an sich schon den Zustand des beobachteten Gegenstandes alteriert und verstellt. Sie kann daher niemals etwas mehr als eine historische und als solche so viel möglich systematische Naturlehre des inneren Sinnes, das ist eine Naturbeschreibung der Seele, aber nicht Seelenwissenschaft, ja nicht einmal psychologische Experimentallehre werden. Welches denn auch die Ursache ist, weswegen wir uns zum Titel dieses Werkes, welches eigentlich die Grundsätze der Körperlehre enthält, dem gewöhnlichen Gebrauche gemäß des allgemeinen Namens der Naturwissenschaft bedient haben, weil ihr diese Benennung im eigentlichen Sinne allein zukommt und also hierdurch keine Zweideutigkeit veranlasst wird. Es ist kaum erforderlich zu sagen, dass dieses Zitat hier endet, denn ungleich aller moderner Sprechweise ist uns Kants Schreiben und sein Stil eben unvertraut geworden und es bedarf ausführlicher Erläuterung, um zu verstehen, was hier gemeint ist. Ich glaube aber, dass das Problem, von dem hier gehandelt wird, sich doch ganz gut umreißen lässt. Und ich werde es einfach einmal kurz versuchen, bevor ich dir oben vielleicht dann die Gelegenheit gebe, kurz zu kommentieren, was diese Auffassung für dich bedeutet und wie du ihr begegnest. Es handelt sich hier um eine der ganz entscheidenden Passagen in der Psychologiegeschichte, die immer wieder ins Feld geführt worden ist. Ich will es einmal mit Oswald Külpes Vorlesung über die Geschichte der Psychologie so beschreiben. Die Psychologiegeschichte lässt sich in verschiedene Phasen unterteilen. Und die erste Phase wird gemeinhin als die Phase der philosophischen Psychologie bezeichnet, zumindest bei Külpe. Und diese Phase beginnt freilich mit Platon und Aristoteles und sie führt uns dann bis ins 19. Jahrhundert. Und in dieser Phase wird die Auffassung vertreten, dass Psychologie lediglich als Bestandteil der Philosophie durchgeführt werden kann. Dafür werden verschiedene Argumente ins Feld geführt, weswegen es eben keine reine Naturlehre jemals sein könne. Und auf diese Phase folgt dann eben eine der Kritik, eine Phase, in der einerseits Johannes Herbart und andererseits der heute von uns noch zu thematisierende Theodor Fechner und auch schon vorhin angesprochene Theodor Fechner zur zweiten Phase übergehen, eine Phase, in der eine empirische Psychologie wieder aller philosophischen Argumente entwickelt wird. Bei Külpe ist es dann eben so, und deswegen wird von vier Phasen gesprochen, dass die dritte Phase mit Wilhelm Wundt beginnt, eine Verselbstständigung der Psychologie gegenüber Physik oder Philosophie. Und die vierte Phase ist dann also diejenige, in der wiederum Wundt überwunden wird. Und das ist bei Külpe zumindest die Phase, in der die Denkpsychologie einsetzt, die Phase, in der nicht nur die einfache Kognition beschrieben wird, sondern auch die komplexe Kognition, die höhere Kognition. Wir wollen uns jetzt also auf das Verhältnis der ersten zur zweiten Phase beschränken. Und dabei sind die beiden Argumente, die hier angeführt werden, von größter Bedeutung. Das erste, beide Argumente zielen auf dasselbe Ziel hin, nämlich zu erweisen, dass die Psychologie nicht als Naturwissenschaft in einem rationalen Sinne agieren kann. Das bedeutet, dass vor Immanuel Kant im Grunde genommen zwei Psychologien Bestand hatten, die rationale und die empirische Psychologie. Und Naturwissenschaft wird hier als eine Unternehmung der Ratio verstanden, insofern als wir dazu in der Lage sind, tatsächliche Maßstäbe zu etablieren für das, was wir beobachten. Die
Physik zeichnet sich durch Rationalismus gewisserweise aus, insofern als man sagen kann, dass sie auf die Geometrie aufbaut. Und das ist der Verweis, der hier getan wird. Naturwissenschaften zeichnet aus, dass sie ihre Messungen in der Geometrie vornehmen. Und die Argumentation, die Immanuel Kant hier nun vorträgt, basiert auf seiner eigenen Psychologie. Nämlich eine Psychologie, die sagt, dass es einen äußeren und einen inneren Sinn gibt. Der äußere Sinn ist das, was wir Sinnesanschauung nennen können. Und der innere Sinn ist etwas ganz Außergewöhnliches, dass wir nicht ohne weiteres sagen können, es sei zum Beispiel unser Erleben, unser Fühlen und so weiter und so fort. Es gibt nämlich, abgesehen vom inneren Sinn, auch noch die Apperzeption und die Vernunft und den Verstand. Also der innere Sinn ist nicht einfach alles, was wir heutzutage Innenleben nennen würden, sondern es ist gewisserweise der Übergang. Und es ist eben im Weiteren auch nicht einfach so etwas wie Gleichgewichtssinn, das, was wir heute Enterozeption nennen würden. Der innere Sinn ist ein großes Rätsel der kantianischen Philosophie, aber entscheidend ist, dass Immanuel Kant die Psychologie als die Wissenschaft vom inneren Sinn versteht. Und er sagt nun, das Medium der Anschauung, die Kategorie der reinen Anschauung in der inneren Anschauung ist die Zeit, wohingegen die Kategorie des äußeren Sinns und damit also der Physik als Disziplin, die mit dem äußeren Sinn korrespondiert, der Raum ist. Er sagt, dass der Raum mehrere Dimensionen hat, die Zeit aber nur eine Dimension. Weswegen ist das von Bedeutung? Weil wir in einer einzelnen Dimension ausschließen können, dass eine eigentliche Zuordnung stattfindet. Wir können Punkte nicht aufeinander abbilden. Es handelt sich lediglich um eine Sukzession, um eine Abfolge. Das ist das erste Argument. Also Kant geht auf Grundlage seiner Philosophie davon aus, dass Psychologie die Lehre vom inneren Sinn ist, dass der innere Sinn rein zeitlich konstituiert ist und dass es deswegen nicht möglich ist, im Gegenstandsbereich der Psychologie Messungen vorzunehmen. Das zweite Argument, was hier vorgetragen wird, ist ein ähnliches, allerdings dem Wesen nach doch verschiedenes, nämlich der Punkt, dass es in der Psychologie keine natürlichen Einheiten gibt. Und das ist ein schwerwiegender Punkt, der vielleicht in der Psychologiegeschichte und in der Philosophiegeschichte größere Wellen geschlagen hat als der erste Punkt, der doch sehr stark davon abhängig ist, diese Idee des inneren Sinns anzunehmen. Dieser zweite Punkt ist nämlich, dass wir in der Selbstbeobachtung keine natürlichen Enden und Begrenzungen finden. Das kann jeder Zuhörer und jede Zuhörerin in einer Selbstbeobachtung, in einer Introspektion nun überprüfen. Wir können den Gegenstand nehmen, den Gedanken nehmen, den wir als letztes gefasst haben und uns fragen, wann hat der Gedanke begonnen? Wann hat der Gedanke begonnen, den ich jetzt gerade habe? Und in der Regel finden wir, dass sich in dieser Zeitlichkeit kein natürlicher Anfang und kein natürliches Ende findet. Das heißt also, dass wir in einem kontinuierlichen Bewusstseinsstrom leben, in dem es also im Gegensatz zur ausgedehnten Natur und dem äußeren Sinn, in dem wir Gegenstände im räumlichen Feld abgeschlossen vorfinden, in unserem eigenen Erleben keine Grenzen der Gedanken, der Gefühle, der Willensregung finden, sondern sie ineinander übergehen. Und Henri Bergson hat genau dafür den Begriff der gelebten Dauer geprägt. Und Bergson war auch genau derjenige, der gesagt hat, dass es ein großer Fehler ist, das Seelenleben, den Bereich des Psychischen, mit Metaphern des Raumes zu beschreiben. Und das gilt zum Beispiel dafür, wenn wir sagen, der Gedanke hätte in der Psychologie einen Zeitpunkt T0, bei dem man sagen kann, hier ist der Gedanke noch nicht da gewesen und bei T1 hat er dann aufgehört. Das ist eben nicht der Fall, weil die Gedanken, die wir haben, ineinander verwickelt sind. Wir können nicht ohne weiteres sagen, dass der Gedanke, den ich jetzt habe, in seiner
in seiner Natur beschlossen wäre und in keiner Beziehung zu allem, was vorher gedacht gewesen ist, fällt. Das ist also der zweite Punkt, der von großer Bedeutung ist und bei dem man eben sagen kann, das hier sind zwei Argumente dafür, weswegen Psychologie, so wie wir sie heute betreiben, unmöglich wäre. Aber, und das ist jetzt das Spannende, die Geistesgeschichte zeigt eben, dass diese Argumente angegriffen und vermutlich sogar widerlegt worden sind. So viel vielleicht von meiner Seite zur Erläuterung dieser doch etwas schwer zugänglichen Sprache von Immanuel Kant. Und jetzt habe ich genug geredet. Es würde mich doch jetzt freuen, von dir, Ruben, zu hören, was dieses Zitat für dich bedeutet. Ja, erstmal vielen Dank, dass du das Zitat nochmal so schön zugänglich gemacht hast und auch die Verknüpfung zu Bergson. Mit Bergson habe ich mich tatsächlich auch mal beschäftigt. Und zwar im Zusammenhang auch, also auch in meiner Promotionszeit, da wir ja auch, also bei Rolf Ulrich relativ viel uns mit Zeitwahrnehmung beschäftigen, also Psychophysik der Zeitwahrnehmung. Und da habe ich auch mal so einen Vortrag gemacht bei uns im Kolloquium, wo ich den Ansatz von Bergson, also seinen Zeitbegriff, also quasi ne, die Dauer, diesem psychophysikalischen Zeitbegriff gegenübergestellt habe. Also fand ich jetzt irgendwie interessant, dass hier auch nochmal ein Anknüpfungspunkt zu Bergson ist. Wieso habe ich das Zitat ausgewählt oder was bedeutet es für mich? Ich finde einfach interessant, dass das jetzt sozusagen eigentlich die grundlegendste oder fundamentalste Frage überhaupt ist. Also bevor wir darüber nachdenken, wie Psychologie als Naturwissenschaft betrieben werden sollte, wie Theoriebildung, ob mathematisch oder nicht oder so, muss man ja erstmal fragen, kann sie überhaupt betrieben werden? Und das finde ich spannend, dass es hier diesen Gegensatz gibt, dass Kant eben hier Argumente dafür darlegt, dass es nicht passiert, also dass es nicht möglich ist. Und die Geschichte aber trotzdem zeigt, dass es eine sehr erfolgreiche naturwissenschaftliche Psychologie eben gibt. Das finde ich interessant und ich finde auch spannend der Bezug zur Chemie, weil ich glaube, dass eigentlich Elementare ist eben dieser Charakter der Zergliederung. Ne? Also Chemie, ich denke jetzt mal an Zergliederung in Elemente, Moleküle und Zusammensetzung dieser und so weiter. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist ja eben gerade Zergliederung nicht möglich, wenn wir über das Geistige sprechen, weil es eben die Kontinuität gibt. So habe ich auch Bergson verstanden. Und jetzt steht man eben vor diesem Rätsel. Wenn das da der Fall ist, warum funktioniert denn trotzdem empirische Psychologie? Es ist nämlich so, mein Doktorvater Rolf Ulrich hat mir auch mal gesagt, die erfolgreichen Wissenschaften sind die Zergliederungswissenschaften. Also Zergliederung liegt eigentlich im Wesen der Wissenschaft. Das kann man auch sprachlich gut herleiten, ne? Wenn man das Wort betrachtet, Science oder Scientia, ne, die Vorsilbe, also Ski, ist eigentlich von Indogermanisch, soweit ich weiß, bedeutet so viel wie Trennung, ne? Separieren, unterscheiden und so weiter. Und wenn man auf die Naturwissenschaft blickt, dann ist tatsächlich das sehr auffällig, dass eben, die Unterscheidung so im Wesen der Naturwissenschaft liegt oder das Zentrale ist, also dass man verschiedene Gattungen unterscheidet oder auch verschiedene Teilchen in der Physik oder zum Beispiel in der Psychologie eben verschiedene kognitive Vermögen, die wir eben dann in der experimentellen Psychologie anhand dieser standardisierten Paradigmen testen können. Zum Beispiel eben die Fähigkeit, jetzt in der Psychophysik Reize voneinander zu unterscheiden. So viel dazu. Also faszinierend finde ich eigentlich diesen Gegensatz. Also dass Kant hier vielleicht auch oder auch Bergson sehr überzeugende Argumente eigentlich vorbringen, weshalb eine naturwissenschaftliche oder eine zergliedernde Psychologie nicht betrieben werden kann, faktisch sie aber betrieben wird und auch mit gutem Erfolg. Ja, also da stimme ich dir zu. Man muss ja auch den historischen Hintergrund sehen, dass Kant
alles das schreibt, nicht gewahrte Entwicklungen, die die Psychologie nehmen wird oder nehmen hat werden sollen. Wie macht man das korrekt grammatikalisch? Weiß ich jetzt gerade aus dem Stand nicht, aber das ist ja noch geschrieben lange bevor das erste Labor gegründet wurde, lange und das nochmal lange bevor wir nun sprechen, sodass man, wenn man hier Psychologie liest, auch nicht ohne weiteres unseren heutigen Psychologiebegriff in Kants Feder transportieren darf, wenn man so will. Wenn hier Psychologie gesagt wird, wird auch immer ein theologischer Begriff der Seele mitgedacht und eben es knüpfen sich daran verschiedene Fragen wie die der Unsterblichkeit dieser Seele oder eben. Und Kant versucht ja immer auch, das ist zum Beispiel eines der Grundmotive der kritischen Theorie, die newtonianische Physik in der Anschauungslehre, also philosophisch auch, zu fundieren und zu begründen. Das heißt, er hat, wenn er hier analogisiert mit der Geometrie, auch ein bestimmtes naturwissenschaftlich über alle Maßen erfolgreiches Bild vor Augen, indem er, wenn man so will, zuarbeitet. Ich will gar nicht sagen, dass das das Hauptmotiv der Kritiken ist, aber es ist sicherlich auch eines der Kritiken. Ich beziehe mich da auf meinen Wissenschaftstheorie-Professor Stefan Fischer aus Innsbruck und Cambridge, wenn ich mich nicht täusche. Nun ja, aber das ist nur das eine. Um auf den Inhalt des Zitates zu sprechen zu kommen, glaube ich, dass wenn Kant hier die verschiedenen Kritikpunkte aufführt, weshalb die Psychologie als die Wissenschaft vom inneren Sinn nicht als strenge Wissenschaft begriffen werden kann. Er sie ja misst an auch sehr stark an der Naturwissenschaft orientierten Kriterien, eben jetzt die Chemie als Vergleichswissenschaft, wo er eben sagt, wir können nicht die Gegenstände, sagen wir die Gedanken, eindeutig absondern voneinander, so wie Alexander das beschrieben hat mit der Kühlperschen Frage, wo beginnt mein Gedanke und wo hört er auf? Das könnte man ja auch übrigens aus der Achtsamkeitsforschung heutzutage, dass man versucht, ne, so eine Blank Space des Bewusstseins herzustellen in der Meditation und dann die Gedanken in ihrem Kommen und Vorbei, Vorüberziehen zu beobachten, dass man da quasi ein, wenn man das jetzt poetisch fassen will, die Laborsituation im Subjekt herstellt. Aber das nur als Randbemerkung, also die Kritikpunkte Kants orientieren sich stark an dem Verständnis, was die Naturwissenschaft erfolgreich macht. Eben, du hast es Zergliederungskunst genannt, Ruben, dass wir ja eben klare Einteilungen treffen, die eingeteilten Gegenstände intersubjektiv zugänglich haben, was für die psychischen Gegenstände nicht möglich ist. Na, mein Gedanke ist mir auf eine andere Weise zugänglich als euch. Selbst wenn ich ihn ausspreche, wird er modifiziert durch das Aussprechen und so weiter. Da muss man die Frage stellen, was ist der Ausdruck, also wie werden die Inneren, also wenn ein enger Begriff des Ausdrucks wäre ja, dass das Innere nach außen gedrückt wird, nicht wahr? Also meine Gedanken euch gegenständlich werden und so fort. Also man kann die Gegenstände der Psychologie dann auch nicht frei kombinieren zu neuen Gegenständen und so weiter. Und alles das, was Kant hier sagt, führt ihn dazu zu sagen, dass sie die Psychologie ja, wenn überhaupt, eine Naturbeschreibung der Seele sein kann. Das heißt, es ist nur empirische Psychologie möglich, nicht aber die rationale. Das heißt, er würde der Psychologie hier einen relativ moderaten Platz zuweisen wollen. Und jetzt aber glaube ich, dass man, und das ist eine kreative Bemerkung auf diesen Zusammenhang, also die bezieht sich jetzt nicht mehr auf den ideengeschichtlichen Kontext, dass man, wenn wir jetzt darüber nachdenken, gut daran tun, wenn wir uns bewusst machen, dass es ja so einen Chiasmus für gewöhnlich gibt. Man denkt, wenn man an Naturalismus denkt oder Naturlehre, immer auch an so etwas wie Reduktionismus, nicht wahr? Der Physikalismus als Paradebeispiel für den Naturalismus denkt, alles was ist, ist physikalisch und andere Seinsweisen sind nicht oder nur in einem sekundären Sinn. So, und wenn wir jetzt die Psyche naturalisieren wollen, müssten wir sagen, alles psychisches Sein ist natürliches Sein und wir haben damit so ein Problem, wenn Alexander und ich in den Episoden von Fipsi immer wieder auch von der Fülle eben sprechen, der Psychologie und oder der psychischen Gegenstände und versuchen wollen, auch jetzt Gegenstände ernst zu nehmen, die nicht typischerweise als Hard-Science begriffen, unter der Hard-Science begriffen werden können, dann scheint das hier diesem reduktionistischen
dieser reduktionistischen Konnotation des Naturalismus zu widersprechen, aber das ist nur, und das ist das, was ich zu Bewusstsein bringen will, das ist nur so lange so, wie wir eben einen reduktionistischen Begriff des Naturalismus auch unterhalten. Man kann ja auch fragen, ist es nicht möglich, den Naturbegriff zu pluralisieren, sodass, und das wäre, glaube ich, das hauptsächliche Forschungsdesiderat, Seinsphären wie die der Bedeutung oder des Geistes in der Natur begriffen werden können. Und das ist die spannende Frage, die zum Beispiel auch in den letzten beiden Episoden von FIPSI thematisiert wurde, die mit der philosophischen Anthropologie zu tun hatten. Die, ich weiß ja, Alexander, dir liegt zum Beispiel die psychologische Anthropologie am Herzen als ein noch leider Zukunftsprojekt, aber das ich ja auch mit Spannung mitverfolge. Genau, also so viel meine Gedanken zu diesem kantianischen Zitat, und ich glaube, der wichtigste Punkt, den ich noch einmal hervorstreichen will, ist, dass man Kant im Horizont seiner Zeit lesen muss. Und wenn er uns auch noch etwas zu sagen hat, dann müssen wir doch aber uns die Mühe machen, die Begriffsrekonstruktion vorzunehmen. Und der wichtigste Schritt hier ist eben zu sehen, dass Psychologie heute, also der Begriff der Psychologie heute einige ganz grundsätzliche Transformationen durchgemacht hat. Und dass das Experiment sich eben in vielerlei Hinsicht auch als erfolgreich und möglich erwiesen hat zur Beschreibung und Erfassung des Gegenstands der Psychologie. Ich würde gerne noch etwas zu bedenken geben. Ich glaube, dass wir uns das Ganze nicht zu leicht machen sollten. Natürlich können wir konsequenzialistisch argumentieren. Wir können sagen, der Erfolg gibt der Psychologie als empirische Recht. Kant hatte sich so vorgestellt, dass die Psychologie verunmöglicht ist, und dementsprechend könnte man das so interpretieren als eine Zukunftsprognose. Und Ende des 18. Jahrhunderts sagt er eben, die Psychologie wird niemals dabei ankommen, jemals, sagen wir mal, ein Modell der Selbstwirksamkeitserwartung zu entwickeln oder eine Prospect Theory oder Biases und Heuristics. Und heute stehen wir hier und könnten dann sagen, diese Hypothese können wir nun falsifizieren. Es ist eben gerade so, dass es doch geschehen ist. Was Kant prognostiziert hat, ist falsch gewesen. Das würde uns gewisserweise, glaube ich, zu gehässigen Menschen machen, die nun auf Kant zurück und damit auch hinabblicken. Ich glaube, dass das Ganze doch eine gewisse andere Gestalt hat, die Problematik, vor der wir hier stehen. Und das ist etwas, bei dem wir eben verstehen müssen, welche Zusammenhänge hier auf systematischer und nicht nur auf historischer Ebene gemeint sind. Also Kant schreibt am Ende des 18. Jahrhunderts, dass eine rationale Psychologie nicht möglich sei. Das ist die Argumentation, die hier erfolgt. Und mit rationaler Psychologie meint er eben durchaus eben auch eine Psychologie, die sich rationale Maßstäbe setzen kann. Und jetzt sehen wir, dass das folgende 19. Jahrhundert eine wesentliche Auseinandersetzung mit dieser Frage ist. Und wenn wir den erwähnten Johannes Herbert nehmen, der ja der zweite Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Königsberg gewesen ist, nach Kant selbst, den Fechner, auf den wir noch zu sprechen kommen werden, aber auch Hermann von Helmholtz, finden wir in vielen ihrer Argumentationen, den Texten, die sie veröffentlichen, Auseinandersetzung mit solchen Fragen wie, ist es tatsächlich so, dass das Seelenleben in der Zeit stattfindet? Und eine kritische Betrachtung von genau dieser Frage ist es, die uns an den Punkt gebracht hat, über Kant hinauszuschreiten. Und wenn wir dann am Ende des 19. Jahrhunderts sehen, dass Wilhelm Dilthey, ich glaube, wann war es, 1890 oder wie auch immer, in dieser Zeitschrift der Akademie der Preußischen Wissenschaften einen Entwurf vorlegt für eine beschreibende und zergliedernde Psychologie, dann ist da in dem Begriff zergliedernd natürlich noch genau das angelegt, was wir bei Kant haben. Jetzt ist es aber so, dass Dilthey sagen würde, die zergliedernde Psychologie ist nicht die wirkliche Psychologie. Die verstehende Psychologie, die beschreibende Psychologie ist die wirkliche Psychologie, denn sie nimmt ihren Ausgang von der Ganzheit des immanenten Erlebnisses.
Die Frage ist hier also diejenige des Ausgangspunktes. Man kann Delta also in gewisser Weise konvergent mit Kant lesen und sagen, die eigentliche Psychologie ist die Totalität, die Ganzheit des Bewusstseinsstroms zur Kenntnis nimmt und in ihm nur beschreibend vorgeht. Das ist diese historische Psychologie, von der hier Kant spricht. Aber die zergliedernde Psychologie ist eine, die dann auf der Grundlage davon in einer mittelbaren Weise, nicht in einer unmittelbaren Weise, zergliedernde Hypothesen über den Bereich des Psychischen vornimmt. Und das ist jetzt das Spannende und das ist das, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Das ist hier die kritische These, die bis in die Gegenwart noch ihre Geltung hat. Und zwar die folgende. Wir können die Art und Weise, wie empirische Psychologie heutzutage operiert, auf zwei Arten verstehen. Entweder mit Dilthey oder mit Hermann von Ebbinghaus. Spannenderweise, das passt ja zu deinem Nachnamen oben, aber es ist doch das L durch das B vertauscht. Hermann von Ebbinghaus. Bei Dilthey haben wir die Vorstellung, dass alle Psychologie ihren Ausgang nimmt von dem Prinzip der Phänomenalität, so nennt er das Prinzip der Phänomenalität. Und es ist die Selbstgebung der inneren Erfahrung. Und Ebbinghaus wäre eben jemand, der Dilthey dahingehend widerspricht, zu sagen, dass die zergliedernde Psychologie nur eine nachrangige, abhängige und niemals mit dem Anspruch der Geltung, der absoluten Geltung auftretende Psychologie sei, sondern eben zu sagen, das mit der Zergliederung ist keine Psychologie zweiten Ranges, eine sozusagen Hilfspsychologie, die der beschreibenden Psychologie nur zuarbeitet, sondern er stellt sich ganz auf den Standpunkt, den Hannes gerade als Naturalismus charakterisiert hat. Und zwar in diesem physikalistischen Sinne, in einem Sinne, in dem man sagen würde, eigentlich ist das, was wir den Bereich des Psychischen nennen, selbst ein Naturereignis. So. Und da haben wir jetzt die Konfliktstellung. Und das führt uns genau wieder zurück zu dem ersten Problemzusammenhang, den Ruben etabliert hat. Was ist eigentlich der Gegenstand der Psychologie? Ist die Psychologie die Gesamtheit unserer inneren Erfahrung in ihrer Selbstgegebenheit, die wir dann bloß immanent analysieren können? Das ist das, was Brentano vorgeschlagen hat. Oder ist die Psychologie etwas, was mit einer beobachtenden Vorgehensweise sich einem Naturobjekt, also einem Geschehnis in der Welt zuwendet? Und das ist die Vorgehensweise, die Theodor Fechner gewählt hat. Und das ist eben brisant, da du oben vor uns als Psychophysiker stehst und sagst, dass die Experimente, die wir im Jahr 2021 machen, mit fechnerschen Paradigmen arbeiten und B-Effekte und zeitkritische Kontexteffekte beobachten, dass wir hier eben sagen würden, wir haben uns auf einer systematischen Ebene dazu entschieden, Kant zurückzuweisen. Und das führt zu einer Sollbruchstelle inmitten dessen, was wir Psychologie nennen können. Das ist dort, wo die zweite Phase der Psychologie, die Fechner-Herbartsche Phase, nicht nur Kant überwindet und ihn aufhebt und zu etwas übergeht, was darauf aufbaut, sondern es radikal zurückweist. Und das würde eben auch immer zugleich bedeuten, genau wie Hannes es gerade bedeutet hat, dass die moderne Psychologie sich auf den Standpunkt stellt, dass all das, was wir das Psychische nennen, messbar ist. Dass all das, was wir das Psychische nennen, ein Naturgegenstand, ein Vorkommnis in der Welt ist, auf das wir in irgendeiner Weise unseren Finger legen können. Und das ist, glaube ich, das ist die Brenzlichkeit und die überzeitliche, die ewige Kontroverse, die hier zugrunde liegt. Was ist die eigentliche Psychologie? Ist es eine beschreibende oder ist es eine zergliedernde? Das ist es. Nur als kleine Fußnote. Ich persönlich würde sagen, dass ein dritter Weg möglich ist und der heißt dann phänomenologische Psychologie. Aber das ist etwas, was an dieser Stelle, glaube ich, zu weit geht. Und lasst uns erstmal über diesen Grundkonflikt sprechen. Ja, ich möchte tatsächlich gerne was sagen über diesen Grundkonflikt.
Ich habe jetzt in diesem Zusammenhang nochmal über den Begriff des Bewusstseins nachgedacht. Denn ich glaube, wenn Kant vom inneren Sinn spricht oder auch Bergson von der Dauer, dann geht es doch immer um bewusstes Erleben, welches eben ja aufgrund seiner Kontinuität nicht einer Zergliederung irgendwie zugänglich ist. Tatsächlich ist es aber ja so, dass wir in der experimentellen Psychologie und in den Theorien in der experimentellen Psychologie ja meistens nicht das Bewusstsein beschreiben, sondern eigentlich unbewusste Prozesse. Es ist ja eigentlich gerade ein interessantes Ergebnis, oder die meisten interessanten Ergebnisse in der experimentellen Psychologie bestehen ja gerade darin, dass wir aus Experimenten ableiten können, dass Prozesse ablaufen, die der Introspektion und dem bewussten Erleben ja gar nicht zugänglich sind. Unbewusste Warnungsreize, Effekte von unbewussten Warnungsreizen zum Beispiel, ein prominentes Beispiel vielleicht, aber auch natürlich in der Psychophysik, sowas wie interne Referenzbildung, zeitliche Kontexteffekte, die sind ja der Introspektion nicht zugänglich. Also wir sprechen ja eigentlich als Experimentalpsychologe oder meinetwegen auch als mathematischer Psychologe, der eben mathematische Beschreibungen macht in Theorien, spreche ich ja eigentlich nicht über das, glaube ich, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich treffe ja gar keine Aussagen über Bewusstsein oder auch nicht über das, was Kant jetzt mit dem inneren Sinn vielleicht meinte, sondern ich leite ja eigentlich aus Beobachtungen oder aus Daten meinetwegen, leite ich ja ab, welche Prozesse, kognitive Prozesse, einfach als Naturvorgang, so wie in der materiellen Welt auch, ablaufen, die, und jetzt ist eigentlich, finde ich, die interessante Frage, die vielleicht die Bewusstseinsinhalte verursachen. Das ist ja, glaube ich, eine Möglichkeit, wie man das denken kann, dass kognitive Prozesse unbewusst ablaufen und nur deren Ergebnisse uns sozusagen introspektiv zugänglich sind. So viel dazu erstmal. Das ist genau richtig. Das ist sehr wichtig, dass du darauf hinweist. Und das ist ein enormer, das ist von enormer Tragweite bis in die Gegenwart hinein. Ich habe gerade erst gestern, das passt ganz gut, bin ich Reviewer für einen Artikel gewesen, in dem auch diese Grundsatzfrage angeschnitten worden ist in Bezug auf die aktuellste Wissenschaftstheorie der Psychologie. Und dort wurde darüber gesprochen, über symbolische und subsymbolische Prozesse. Symbolische Prozesse wären eben kognitivistisch, die Ebene von Informationsverarbeitung, subsymbolisch beispielsweise die kortikalen Prozesse, die wir im Konnektionismus kennenlernen. Aber ich will das Ganze einmal philosophisch auf einen Punkt stoßen, und der ist hochbrisant. Das ist der Begriff der Schwelle. Und der Begriff der Schwelle, den kennen wir sehr gut aus der Idee der Informationsidentifizierung oder der Signalentdeckung, besser gesagt. Signalentdeckung geht immer davon aus, dass es einen Threshold gibt, eine Schwelle, bei der Reize ein Mindestmaß, du hast, glaube ich, vorhin von Magnitudenurteilen gesprochen, dass objektive Reize, also physikalische Reize, ein Mindestmaß überschreiten müssen, um einen bewussten Unterschied hervorzurufen. Und natürlich gehen wir davon aus, es ist nicht sozusagen so, dass sich in der Natur Reiz akkumuliert und dann ist es plötzlich so, der Reiz ist genug, sodass er ins Leben eintritt, sondern es gibt diese subbewussten, subsymbolischen, präreflexiven Prozesse, die in unserer Physiologie ablaufen. Und an einem Punkt ist es eben so, dass unsere Sinnesorgane, unsere Augen beispielsweise, genug gereizt worden sind, sodass dann ein mindestmerklicher Unterschied in unserem Erleben auftritt. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, ist die Frage nach dem Wesen der Schwelle. Was heißt es denn überhaupt, Schwelle zu sein? Und da müssen wir wirklich sehr genau darauf achten, was wir hier meinen, wenn wir von Unbewusstem reden. Denn der Begriff der Schwelle suggeriert immer eine Kontinuität.
Und hier ist es nun wichtig zu fragen, ist es eine Repräsentation, die wir beschreiben, oder ist es tatsächlich so etwas wie ein natürlicher Übergang von der Aktivität eines reizverarbeitenden Organismus zu dem, was wir Bewusstsein nennen. Ich will es einfach mal so skizzieren. Wir können das auf ganz verschiedene Arten und Weisen verstehen. Also, wir haben einen Sehnerv, wir haben eine Ganglienzelle und dann sind da Stäbchen und Zäpfchen und wir isolieren jetzt einfach mal ein und wir schauen uns das in so einem Modell an und sagen, hier kommt jetzt immer mehr Licht und an irgendeinem Punkt ist es erreicht, dass das Nervensystem so stark gereizt ist, dass es eine Kette von Modifikationen vornimmt. Und dann könnten wir eigentlich sagen, es gibt eine Kontinuität von der physikalischen Realität, das, was Fechner die äußere Psychophysik nennt. Also zu sagen, hier ist Licht, dort ist Zelle und dann kommt Aktivität. Und das ist eine Kontinuität über den Begriff der Schwelle zum Begriff der inneren Psychophysik. Das sind beides Begriffe von Fechner, äußere, innere Psychophysik. Und das Bewusstsein wird dadurch eigentlich zurückgedrängt in so etwas wie ein Epiphänomenalismus, zu sagen, das Bewusstsein zeigt eigentlich nichts anderes an als Veränderung unseres reizverarbeitenden Nervensystems. Das ist eine Idee der Schwelle. Das ist tatsächlich so, dass wir hier den Schwellenbegriff nutzen können, um das Rätsel des Bewusstseins in die letzte Ecke des Menschen als eine Reizverarbeitungsmaschine zurückzudrängen. Und das ist tatsächlich so, dass eben Wilhelm Wundt beispielsweise bei seiner Rede, ich glaube Grabrede auf Fechner oder war es Erinnerung an seinen 100. Geburtstag oder so etwas, gesagt hat, für Fechner ist die Psychologie nichts weiter als der Begriff der Schwelle und die innere Psychophysik ist eigentlich nur ein Appendix, ein Anhang, ein nebensächlicher Anhang für die äußere Psychophysik. Das heißt, die ganze Komplexität des psychologischen Informationsverarbeitens erstreckt sich auf den Bereich der subbewussten Reizweiterleitung und Reizverarbeitung. Und was dann vom Bewusstsein übrig bleibt, ist dann eben nicht das Feld des Phänomenalen und so weiter und so fort, sondern es lässt sich alles auf die Schwelle zurückführen. Wir haben also diesen naturalistischen Begriff der Schwelle, der suggeriert, dass wir kontinuierlich von der Reizung übergehen können zu dem Bewusstsein als Epiphänomen, nur Reizschwellen anzeigenden Bewusstsein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, über den wir hier sprechen müssen, bei dem wir wieder auf das Rätsel zurückgeleitet werden. Ich wollte noch mal ganz kurz eingehen, wo du jetzt diese spannenden Ausführungen gemacht hast zum Begriff der Schwelle und vor allen Dingen auch das Wesen der Schwelle als dieses Kontinuierliche noch mal beschrieben hast. Ne? Das ist eben der Schwelle wesentlich, dass sie nicht diskret ist, würde ich sagen, sondern eben kontinuierlich. Das, finde ich, ist in der Psychophysik tatsächlich auch mathematisch abgedeckt durch das stochastische Element. Denn ich glaube auch, kein Psychophysiker würde sagen, dass es sozusagen in einem gewissen, also dass es nicht eine spezifische Reizenergie gibt, zum Beispiel bei Licht, die Schwelle darstellt, sondern man kann nur spezifische Reizenergien, spezifischen Wahrscheinlichkeiten eben überschwellig wahrgenommen zu werden, zuordnen. Das war jetzt nur nochmal ein Anknüpfungspunkt nochmal vielleicht zu mathematischen Modellen, dass man eben diese Kontinuität abbilden kann, in Bezug auf den Schwellenbegriff, über das stochastische Element. Und das ist eigentlich spannend, weil dann nämlich doch die Mathematik und die Kontinuität im Hinblick auf Bewusstsein oder das Psychische dann doch wieder zusammenfällt, weil ich glaube eben Stochastik das zulässt, diese Nicht-Determiniertheit oder diese Kontinuierlichkeit.
Ja, die Übereinkunft von Mathematik und Gegenstand der Psychologie scheint hier geradezu bisschen stilistischer sich zu ziehen, sodass man vielleicht hier im reinen Sinn von einer Korrespondenz sprechen mag oder dazu geneigt sein mag, das als, oder ich denke, es ist ein besonders gutes Beispiel, um zu veranschaulichen, was die Korrespondenztheoretiker der Wahrheit sich vorstellen, wenn sie sagen, dass die Wahrheit darin besteht, dass Theorie und Sache eben übereinstimmen, nicht wahr? Also die Mathematik in ihrer probabilistischen Spielweise oder die Probabilistik scheint hier dem zu entsprechen, und zwar bis in ihre eigene Strukturlogik, bis in das, wie wir sie uns veranschaulichen, wie eben wie eben Reize unter- oder überschwellig werden. Genau, und ich denke, ein weiterer Zusammenhang, der an den Begriff der Schwelle anschließt, so wie Fechner ihn prägt und auch sich darauf zurückbezieht, was du gesagt hast, Ruben, nun schon an zwei Stellen in diesem Podcast, dass auf der einen Seite eben die interessanten Ergebnisse, die wir in der Psychologie beforschen, zumeist mit unbewussten Prozessen zu tun haben und auf der anderen Seite die überraschenden bzw. kontraintuitiven Ergebnisse diejenigen sind, die du für besonders interessant hältst, dass hier der Begriff der Schwelle als derjenige, in dem er eben subliminal und supraliminal trennt, derjenige ist, der in der Psychophysik das trennt, was wir mit Gurewitsch bezeichnen können als das galileische Weltbild von dem postgalileischen in der Betrachtung der Psychologie. Das galileische Weltbild charakterisiert sich dadurch, dass es die Aufgabe der Wissenschaft darin sieht, hinter den Schein zurückzugehen. Also die eigentliche Realität ist nicht die, die so ist, wie sie scheint, sondern die hinter dem Schein liegt. Also wenn wir Psychologie betreiben, dann darf man nicht denken, dass wir sozusagen Folk-Psychology betreiben, wenn wir jetzt eben dieses galileische Weltbild annehmen, in der Weise, als dass wir bloß beschreiben, was wir aus dem Alltag schon kennen, sozusagen, was wir. Es gibt ja sogar einen Effekt, der genau das bezeichnet, der Knew-it-all-along-Effekt. Dass eben die wahre Psychologie oder die wissenschaftliche Psychologie die ist, die dieses Unbewusste beforscht. Ich glaube, wenn wir diese Annahme nehmen und annehmen würden, jetzt oder einmal voraussetzen würden, zusammengenommen mit derjenigen, auf die ich vorher zu sprechen gekommen bin, des Logomorphismus des Gegenstands der Psyche, dass wir da zu einer ganz überraschenden Konvergenz gelangen zwischen zwei unscheinbaren Verwandten, nämlich der Psychophysik, die diese Annahmen zu teilen scheint, und der Psychoanalyse, die dieselben Annahmen zu teilen scheint, die aber in ihrer Konstitution alles andere als formalistisch oder auf der Mathematik basierend zu begreifen ist. Sie ist zwar mechanistisch, aber sicherlich nicht formalistisch. Und es geht sogar so weit, dass beispielsweise die Kommentatoren der kritischen Theorie, ich glaube, es war Habermas, die Psychoanalyse als Tiefenhermeneutik beschreiben, sodass die Psychoanalyse eben diese unbewussten Prozesse, die besonders interessanten für die Psychologie darstellen, nun anders als die Psychophysik eben nicht erklärend, sondern verstehend thematisiert, um eben diese dilthesche Unterscheidung zwischen dem Erklären der Naturwissenschaften und dem Verstehen der Geisteswissenschaften aufzugreifen, sodass ich das nur als Beispiel ins Feld führen wollte, um zu beschreiben, dass es nicht so ist, dass wir über diese theoretisch-psychologische Reflexion, die die Voraussetzungen des Diskurses eben expliziert, gewisse Strömungen der Psychologie marginalisieren würden, sondern es werden interessante und sicherlich auch kreativ aufschlussreiche Konvergenzpunkte dadurch sichtbar. Ich denke, dass eine vollständige Psychologie auch nicht so verstanden werden sollte, und das wäre auch etwas, das mich interessiert, wenn du, Ruben, nun sagst, für dich ist Psychologie oder du betreibst Psychologie als Naturwissenschaft, dass nach meinem Verständnis der Psychologie eben eine erfolgreiche Psychologie im Gesamten diese unterschiedlichen Zugänge nicht als einander ausschließend betrachtet, sondern als komplementär. Und wenn jetzt
Sloms, oder wie heißt der Psychoanalytiker, der die also die Verbindungslinie zu den neurophysiologischen Studien schlägt, dass solche Forschungsansätze eben besonders reizvoll sind, eben weil sie dann auch noch einmal Psychoanalyse beispielsweise und nun Psychophysik zusammenbringen könnten, bis in die tiefsten Ebenen der unbewusst vonstattengehenden neuronalen Prozesse. Ja, genau, also das nur als meine Frage, Ruben. Würdest du das ähnlich sehen? Konvergieren hier diese wissenschaftlichen Ansätze in ihren Voraussetzungen, und was machen wir nun aus dem Unbewussten? Stellen wir es bloß fest in der Messung, oder interpretieren wir es auch? Ja, zunächst mal finde ich das sehr interessant, dass du jetzt hier die Korrespondenz siehst zwischen Psychophysik und Psychoanalyse, weil ich eigentlich erstmal annehmen würde oder denken würde, dass diese beiden Teilbereiche der Psychologie eigentlich diejenigen sind, die am weitesten auseinanderliegen. Trotzdem kann ich aber sehr gut nachvollziehen, dass natürlich ja, der Begriff des Unbewussten, gut, in der Psychoanalyse ist es klar, also jetzt freudianisch, nicht nur freudianisch, auch denke ich allgemein, auch unter Bezugnahme auf andere Analytiker. Moment, jetzt habe ich den Faden verloren. Können wir ab dem völlig verloren? Ja, kein Problem. Ich Ja, dann machen wir nochmal ab dann. notiere mir nur schnell die Passage, den Zeitpunkt der Aufnahme. Okay. Kannst gerne wieder anfangen. Vielen Dank, Hannes, für diesen interessanten Einwurf. Tatsächlich ist das sehr interessant, dass du da eine Korrespondenz siehst zwischen der Psychoanalyse und der Psychophysik, weil ich eigentlich ja, also meine Intuition wäre eben erstmal gewesen, dass diese beiden Teilbereiche der Psychologie eigentlich am weitesten voneinander entfernt liegen. Wobei ich sehen kann, dass natürlich über den ja, der Begriff des Unbewussten beides vereint. Vor allen Dingen, wenn man natürlich ja, Psychophysik annähert über eben den Schwellenbegriff, wie wir es jetzt gerade auch getan haben. Trotzdem ist mir jetzt noch nicht ganz, vielleicht kannst du das ja auch noch mal ausführen, wo jetzt die Korrespondenz besteht darüber hinaus, über diesen zentralen Begriff des Unbewussten. Das kann ich gerne machen, ja. Also meine Idee war die, dass es nicht sich auf das Unbewusste alleine beschränkt, weil das Unbewusste in der Psychoanalyse ja auch ja, ein so schillernder Begriff ist, dass er eben eine Geschichte ganz von sich selbst aus angenommen hat. Aber es ist natürlich, da ist der eine Konvergenzpunkt, nicht wahr? Wir sprechen einmal von den unbewussten Prozessen und vielleicht ein andermal von den unbewussten Trieben. Und die naheliegende Frage ist, was ist denn nun dieses Unbewusste? Das Unbewusstsein, das beides verbindet. Was ist diese Tiefenschicht in der menschlichen Psyche? Aber der andere Konvergenzpunkt ist eben auch der Logomorphismus. Also so wie wir jetzt ausgeführt haben, dass die Psychophysik annehmen muss oder annimmt, dass die Psyche auf den Logos hingeordnet ist, sodass wir ihn eben mit der Sprache der Mathematik beschreiben können und auch im Wesen erfassen können. So muss die Psychoanalyse annehmen, dass das Unbewusste so strukturiert ist, dass wir es durch Deutungen hervorbringen, also ans Tageslicht rücken können. Nicht wahr? Ansonsten würde die ganze therapeutische Arbeit, aber auch die Theoriebildung der Psychoanalyse keinen Sinn machen. Man muss quasi, und zum Beispiel Wolfgang Loch in seinem Freud-Kommentar expliziert das sogar unter diesem Gesichtspunkt des Logomorphismus. Das ist also keine Deutung von mir, sondern ein stehendes Wort im Diskurs, wenn man so will. Es gibt da diese verschiedenen Korrespondenzpunkte in den grundlegenden Voraussetzungen, und darauf wollte ich hinaus. Also einfach wie, wenn wir eben, und das Einzige noch, das ich hinzufügen muss, ist eben unter diesem Prisma der Dilthe'schen Unterscheidung von Verstehen und Erklären, wo wir eben das Verstehen der Psychoanalyse und das Erklären der Psychophysik zuordnen würden, müssen wir doch, und so glaube ich, wenn wir eine einheitliche Psychologie anstreben, auch ein Vokabular finden, das sich beiden feil gibt. Ja, vielen Dank für die Ausführungen. Ich habe das jetzt sehr viel besser verstanden, wie du das meinst.
Es geht also in beiden Fällen darum, unbewusste Prozesse sichtbar zu machen, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht wahr? Nur dass eben der Zugang oder die Methode ein ganz anderer ist, jetzt bei der Psychoanalyse verglichen mit Experimentalpsychologie. Ja, das finde ich eine sehr spannende Korrespondenz. Und ich glaube, dass die sehr weitreichend ist. Tatsächlich muss ich gerade daran denken, ich hatte das ja vorhin so skizziert, wie kann sich das Unbewusste und das Bewusste zueinander verhalten und dass man da so eine Art Kausalbeziehung annehmen kann, also wie ein Konstruktionsprozess. Also vielleicht Perzepte oder Bewusstseinsinhalte sind Ergebnisse von unbewusst ablaufenden Konstruktionsprozessen. Das ist ja so eine Vorstellung, die auch im Konstruktivismus oder radikalen Konstruktivismus, zum Beispiel Varelas und Maturanas, ausgeführt worden ist, oder zum Beispiel auch Ernst von Glasersfeld. Das ist auch ein Philosoph, der mich sehr früh beeinflusst hat. Tatsächlich, ich bin sehr früh, also in meiner Jugend bin ich auf den radikalen Konstruktivismus und auf Schopenhauer sehr früh gestoßen und auch auf die Korrespondenz dieser beiden Ansätze. Da gab es nämlich mal, das habe ich bei meinem Vater im Bücherregal dann gefunden, ein Suhrkamp-Sammelband, Beiträge zum radikalen Konstruktivismus, glaube ich, hieß das. Und da war ein Beitrag von Watzlawick über Schopenhauer als Wegbereiter des Konstruktivismus gewissermaßen. Ne, weil ja auch, bei Schopenhauer ist ja auch diese Idee angelegt, dass eigentlich, also die Welt ist Vorstellung gewissermaßen. Und die Vorstellung, was ist die Vorstellung, ist zum Beispiel das Ergebnis auch eines Kausalschlusses eigentlich. Ne, so leitet Schopenhauer das ja her, dass Kausalität a priori gegeben ist. Eigentlich argumentiert er da ganz ähnlich wie moderne Psychophysiker oder Psychologen, dass man sagt, ausgehend sozusagen vom Reiz oder so, also vom Sinnesdatum, muss eine Rekonstruktion stattfinden, was denn diesen Reiz ausgelöst hat. Und das ist, was sich uns dann eben als Vorstellung oder Perzept modern ausgedrückt Bewusstseinsinhalt präsentiert oder vorstellt. Und um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, ist ja auch Schopenhauer gleichermaßen, würde ich sagen, so würde ich es geistesgeschichtlich einordnen, das wisst ihr vielleicht besser, auch ein Wegbereiter der Psychoanalyse. Das habe ich letztens, bin ich da mal über so ein Freud-Zitat auch gestolpert, dass sogar Freud sagt, sein Konzept des Unbewussten, also Trieb und so weiter, Freuds Triebtheorie, ist ganz zentral eigentlich zurückzuführen, zum Beispiel auf Schopenhauer, auf die Idee des Willens. Also das waren jetzt nur so Intuition und Assoziationen, vielleicht geistesgeschichtlich. Das wisst ihr aber sicherlich auch besser, wie das einzuordnen ist. Ich finde diese Verweise sehr hilfreich und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir uns anschauen, wie die Gedanken, die wir heutzutage in der Forschung oft auch implizit mitverwenden, wie sie zustande gekommen sind und was sie eigentlich bedeuten. Und ich will das gleich in demselben Sinne noch einmal fortsetzen. Allerdings muss ich euch gestehen, dass ich den Gedanken mit der Schwelle noch nicht ganz überwunden habe. Es ist zwar auch der Kontext des Unbewussten, den wir jetzt thematisiert haben, aber ich will noch mal auf etwas hinaus, was mir sehr wichtig ist. Aber es klang auch eben schon wieder an. Und zwar in der Idee der Repräsentation. Die Repräsentation, in der also der Umwelt, der Reiz in der Umwelt als etwas, eine physikalische Entität aufgefasst wird, die uns dazu veranlasst, intern im Inneren ein Abbild zu erzeugen, ein vermeintliches Abbild. Das ist diese Idee des indirekten Realismus. Das Problem dabei natürlich die Verdopplung der Realität. Wir haben draußen den Reiz, innen haben wir dann das vermeintliche Bild von etwas. Wie wird das in Korrespondenz gebracht? Und da will ich nochmal auf diese beiden Namen hinaus. Und das ist wirklich ganz entscheidend, um die Quellen der Psychologie zu verstehen. Herbart und Fechner. Johannes Herbart
weil jemand, der eine eigentlich der erste Denker, der eine mathematische Psychologie entwickelt hat, und zwar in einem so radikalen Sinne, den wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, und zwar in einer Art und Weise, in der er die gesamte Psychologie aus psychischen Entitäten und ihrer mathematischen Beziehung vollkommen unabhängig von Physiologie verstehen wollte. Also er wollte das, was er eine Mechanik des Seelenlebens genannt hat, entwickeln. Er wollte sozusagen die mathematisch strukturierten inneren Gesetze unseres Seelenlebens, ohne dabei darauf zu achten, was es für Reize und Quellen für die Inhalte geben kann. Und dabei geht es ihm dann eben beispielsweise darum, um die Verschmelzungsverhältnisse. Wenn wir zwei Gedanken haben, dann ist die Frage, wie stark ist der eine Gedanke und wie stark ist der andere Gedanke? Und deren mathematische Verhältnisbestimmung ergibt dann das, was wir erleben. Entweder verschmilzt es zu einem oder das eine verdrängt das andere. Und das sind also so Überlegungen, die Herbert in seiner mathematischen Mechanik des Seelenlebens angestellt hat. Und ich will auf eine kleine Passage hinweisen, um darauf einzugehen, wie Fechner dazu steht. Und das ist bei Michael Heidelberger, einem Psychologiehistoriker. Und er sagt, ich lese es einmal ganz kurz vor, auch jetzt wieder so aus der spontanen Zitationspraxis, die wir hier in Fipsi ab und zu haben. Also es geht darum, warum hat Fechner Herbart zurückgewiesen? Und da heißt es, Zitat, Fechner hat sich noch aus einem weiteren Grund nicht mit der Psychologie Herberts anfreunden können. Er war schon seit Beginn der Entwicklung seiner Psychophysik überzeugt, dass ein Empfindungsmaß nur in Abhängigkeit von materiellen Phänomenen zu entwickeln sei, von denen die Empfindung funktionell abhängig ist. Herbert versuchte, eine mathematische Psychologie rein mit psychischen Größen zu entwickeln, was nach Fechners Überzeugung zu keiner Maßeinheit führen kann. Und das ist jetzt also hier eine entscheidende Problematik. Herbert versucht, eine Psychologie ohne Reiz zu entwickeln. Fechner entwickelt demgegenüber eine Psychologie, die im wesentlichen Sinne reizabhängig ist. Der Reiz ist eigentlich der Mittelpunkt, neben der Schwelle als sozusagen dem entscheidenden psychophysischen Mechanismus, haben wir den Begriff des Reizes im Mittelpunkt. Aber jetzt haben wir das Spannende, dass wir zwei entgegengesetzte Psychologien haben. Die eine kommt gewisserweise von innen, Herbert, und versucht, den Begriff der Schwelle als etwas zu nutzen, um zu sagen, ab einer bestimmten Schwelle schlagen die Gedanken ineinander um, schlagen die Vorstellungen ineinander um. Und dann haben wir Fechner, den Begriff der Schwelle ganz anders verwendet, zu sagen, ab einer bestimmten Schwelle werden Reize wahrgenommen. Und beide haben ein Problem. Herbert hat das Problem nach außen, Fechner hat das Problem nach innen. Das Problem, dass ihn dann, und das ist sehr wichtig, um Fechner zu verstehen und philosophisch von großer Bedeutung, zum psychophysischen Parallelismus gebracht hat, den er in drei Formen kennt. Fechner kennt drei Formen des psychophysischen Parallelismus. Und der psychophysische Parallelismus ist das Verhältnis zwischen äußerer und innerer Psychophysik. Ich will da auch ganz kurz etwas vorlesen. Da heißt es in diesem Aufsatz von Michael Heidelberger, heißt es, Zitat, dabei muss sich die Psychophysik in zwei Zweige aufteilen, in die äußere Psychophysik, in der die funktionellen Beziehungen zwischen dem Reiz und den damit hervorgerufenen Erscheinungen untersucht werden, und die innere Psychophysik, die die Abhängigkeit zwischen den gehirnphysiologischen Bedingungen der psychischen Erscheinungen und diesen Erscheinungen selbst erforscht. Die Gehirnpartien, die in direkter funktionaler Abhängigkeit von den psychischen Erscheinungen stehen, nennt Fechner psychophysisch und ihren Veränderungsprozess auch psychophysische Aktivität. Das ist die Verdopplung. Das ist die Frage der Repräsentation. Wir haben einen Reiz und wir haben unsere Vorstellung. Das ist also etwas, bei dem wir dazwischen einen Konflikt haben, einen Übergangspunkt, die Schwelle eben, die, glaube ich, Fechner am liebsten nicht hätte. Das ist das, was wir die Erklärungslücke nennen, den Explanatory Gap. Es ist doch nicht ganz so einfach, all das, was uns so erscheint, in Kontinuität mit dem zu bringen,
was wir als die physikalische Realität unseres Nervensystems und unserer physischen Umwelt verstehen. Das ist hier die Schwierigkeit. Erneut eine kleine Fußnote. Das klingt jetzt so, als sei es ein Entweder-Oder, aber erneut, die Phänomenologie wäre sicherlich ein Punkt, die schon einen Schritt zurückgeht und diese Differenz zwischen Innen und Außen grundsätzlich in Frage stellt. Aber das will ich nur eingeklammert sagen. Der wesentliche Konflikt ist jetzt hier, dass uns diese Überlegungen der Psychophysik immer an den Punkt treiben, dass wir entweder die Physiologie aus der Psychologie ausgetrieben haben oder die drohen, die Psychologie aus der Physiologie auszutreiben. Das erste ist Herbart, das zweite ist Fechner. Und das ist das Problem des psychophysischen Parallelismus. Ich denke, du tust ganz recht darin, wenn du von der, vom Begriff der Schwelle auf den Begriff des Reizes hinführst, denn man kann den Begriff der Schwelle letztlich auch nicht befriedigend ausbuchstabieren, ohne nicht auf den Begriff des Reizes zu rekurrieren. Und diese zwei denkgeschichtlichen Alternativen zwischen mit Herbart und Fechner, die zu rekonstruieren, ist sicherlich ein wertvoller Beitrag. Der, finde ich, noch einmal rückverweist auf die Reflexion, die wir eingangs gestellt hatten, als wir auf den Begriff der Schwelle zu sprechen gekommen sind, nämlich indem wir von ihm ausgehend die Psychophysik als eine charakterisiert haben, die eben einer gewissen Kontinuitätsannahme verpflichtet ist. Nicht wahr? Sie muss Empfindungsintensitäten veranschlagen, die eben anschwellen können, bis sie die Schwelle erreichen und übersteigen. Und das Rätsel der Psychologie, das du ja jetzt in die hintersten Ecken verwiesen gesehen hast, Alexander, sehe ich dadurch eher ins Zentrum aufplatzen, denn du sagst es doch selbst, der Übergang von Reiz und Vorstellung ist die Explanatory Gap. Und wenn eine Empfindungsintensität die Schwelle überschreitet, dann ist das in einer Weise ein kontinuierlicher Prozess, doch es findet eben mit gleichem Recht eine qualitative Veränderung statt, ein Sprung. Es ist ja so, wenn man jetzt diese problematische Metapher anstimmen will, dass das Licht des Bewusstseins angeschalten wird und vorher war es nicht da. Und die kontinuierliche Erklärung, die rein kontinuierliche Erklärung, die rein auf quantitative Begriffe rekurriert und diesen Übergang beschreibt, muss man mir erst noch zeigen. Also, und da ist für mich auch der Punkt, in der eben Diltay und Brentano sympathisch werden, indem sie die beschreibende Psychologie als die ursprüngliche oder eigentliche ansetzen. Denn für mich ist es zwar unfragbar, dass Herr Wolfrat recht hat, wenn er sagt, dass die zergliedernden Wissenschaften die erfolgreichen sind, aber das heißt noch lange nicht, dass sie die primären sind. Für mich ist es so, oder für mich gestaltet sich der Prozess am plausibelsten beschrieben in der Art, dass die Unterscheidung ein Gewahrsein von einer ursprünglichen Einheit voraussetzt. Denn was wird sonst unterschieden? Also das Phänomen in seiner Ganzheit ist bekannt und innerhalb dieser Bekanntheit setzen wir die Dissoziation an. Und mit der Dissoziation oder der Zergliederung oder der Analyse oder was auch immer für einen Methodenkanon, für einen Namen man für diesen Methodenkanon bevorzugt, mit ihr ist noch aber nicht der ganze wissenschaftliche Prozess durchgeführt, sondern es ist doch auch notwendig, noch einmal zurückzukommen zu einer Einheit, in der man synthetisiert und neu ordnet, die Zusammenhänge eben aufgrund dieser hinter dem Schein liegenden gewonnenen Erkenntnisse besser versteht und gewinnbringend veranschlagt. Also ich glaube, es ist auch nur der halbe Prozess zu zergliedern. Wir müssen auch neu zusammensetzen und sozusagen aufregende und neue Perspektiven generieren. Wenn der Verweis auf Schopenhauer gefallen ist, dann muss ich an Nietzsche denken, der eben im Anschluss an denselben sagt, dass der Kampf der Willen zur Macht, als den er den Geschichtsprozess beschreibt, so verstanden werden kann, dass es darum geht, eine Perspektive zu entwickeln, die so überlegen ist, dass die anderen Willen sich ihr freier Dinge, freiwillig unterstellen, nicht wahr? Und ich glaube, dieser Schritt der Perspektivengenerierung ist niemals ein bloß zergliedernder, sondern immer auch ein synthetischer. Und ich denke, wenn ihr nichts dagegen habt, dass dieser Punkt ein ganz guter ist, um auf das nächste Material überzugehen, der eben noch einmal
auf eben Fechners Position veranschlagt, von der ausgehend eben von dieser Frage nach der Quantifizierbarkeit des Psychischen wir jetzt so weit gegangen sind, dass wir auf die Notwendigkeit oder die Aufgabe der Perspektivengenerierung der Synthese in der Wissenschaft gekommen sind. Und das Zitat geht so. Von vornherein und im Allgemeinen kann nicht bestritten werden, dass das Geistige überhaupt quantitativen Verhältnissen unterliegt. Denn nicht nur lässt sich von einer größeren und geringeren Stärke von Empfindungen sprechen, es gibt auch verschiedene Stärke von Trieben, es gibt größere und geringere Grade der Aufmerksamkeit, der Lebhaftigkeit von Erinnerungs- und Fantasiebildern, der Helligkeit des Bewusstseins im Ganzen, wie der Intensität einzelner Gedanken. Im schlafenden Menschen ist das Bewusstsein überhaupt erloschen, im tief Nachdenkenden zur höchsten Intensität gesteigert. Und in der allgemeinen Helligkeit steigen und sinken wieder einzelne Vorstellungen und Gedanken. Somit unterliegt das höhere Geistige nicht minder als das Sinnliche, die Tätigkeit des Geistes im Ganzen nicht minder als im Einzelnen quantitativer Bestimmung. Damit endet das Zitat, das in seinen historischen Ursprüngen dann nochmal, das fällt mir gerade auf, im Kontrast amüsanterweise auch nochmal ambitionierter ist als das, wie wir es erinnert haben oder das, wie es heutzutage von der Mainstream-Psychologie, will ich einmal sagen, interpretiert wird. Ruben, du hattest ja gesagt, der Ort der Psychophysik oder der Ort, an dem sie am leistungsstärksten ist, ist der sogenannten Low-Level-Cognition oder der basal-kognitiven Prozesse, sagen wir Primary Vision oder was auch immer. Hier Fechner selbst sagt es ja noch viel ambitionierter, nicht wahr? Selbst die höchsten geistigen Prozesse und der Geist im Ganzen ist regiert von diesen psychophysischen Vorgängen. Und ich denke, dass wenn man eine ambitionierte Psychologie von Fechner ausdenken will, die der Physik gleich darin in ihrem Unternehmen eine Weltformel zu erlangen, also dass die Psychologie, die psychophysische Psychologie, die Seelenformel anstreben muss, dann ist das natürlich auch so zu sehen, dass diese Seelenformel die quantitative Durchdringung oder Zugänglichkeit des geistigen Lebens im Ganzen veranschlagen muss. Also dass mein Blick auf das Ganze, ich vermute immer auch, wenn ich psychophysische Ansätze lese, dass diese Überzeugung der Quantifizierbarkeit des Psychischen, wenn sie auch veranschlagt wird für, sagen wir, eben Low-Level Cognitive Processes, insgeheim oder ideologisch, will ich sagen, oder zumindest der Hoffnung nach, doch auch immer ein solches Bild vor Augen hat. Und das Einzige, was denn die Forschenden daran hindert, nicht stärkere Aussagen zu veranschlagen, sind eben die Grenzen der Machbarkeit. Nicht wahr? Also es ist insofern auch ein zutiefst pragmatisches Weltverständnis der Psyche. Ich ergreife einmal das Wort, weil ich glaube, dass wir in diesem Zusammenhang noch etwas weiteres einsehen können. Wenn wir uns auf diesen Standpunkt stellen, den Fechner hier bezieht, müssen wir erneut fragen, von welcher Grundlage aus argumentieren wir? Und ich glaube, dass es interessant ist, zu sehen, welcher geistesgeschichtliche Konflikt, philosophische Konflikt dabei im Hintergrund mit vorliegt. Und dafür will ich einen Begriff einführen, der für Fechners Position bezeichnend ist. Und das ist derjenige der sogenannten Synechologie. Synechologie ist eine Alternativposition zum Verständnis des Seelenlebens in seiner ontologischen Grundverfassung. Fechner grenzt sich zum Beispiel von Herbert, aber auch von Lotze dadurch ab, dass diese eine Monadologie vertreten. Sie gehen davon aus, dass das Explanandum der Psychophysik oder Psychologie von vornherein die unteilbare, dauerhafte Seele ist. Präsupponieren also einen bestimmten Seelenbegriff. Und so ähnlich haben wir es also hier, aber in einer anderen Hinsicht. Und Heidelberger spricht dafür, dass die Synechologie vergleichbar ist mit der Systemtheorie.
Du hattest gerade den Konstruktivismus, Ruben, angesprochen. Der steht in einer natürlichen Beziehung zur Systemtheorie. Und ich kann relativ einfach sehen, dass wir hier einen Grundkonflikt haben, der noch auf einer tieferen Ebene beruht. Wilhelm Wundt sagte einmal über Fechner, er will nicht wissen, wie das psychische Leben selbst sich verhält, sondern wie der psychophysische Stufenaufbau der Welt beschaffen ist, in den sich die individuelle Seele eingliedert. Ich würde also sagen, dass ein Problem, also hier mit Wundt, ein Problem darin besteht, dass jede Psychophysik und jede Psychologie von vornherein ein intuitives Verständnis hat, was genau sie untersuchen will. Also eine Idee der Seele, eine Seelenidee. Was könnten wir suchen? Was für eine Natur hat der Gegenstand unserer Untersuchung? Und das ist etwas, was eine herrliche und so weitreichende Einsicht der theoretischen Psychologie ist, dass wir immer nach etwas suchen, was wir zu einem gewissen Grad schon gefunden haben müssen. Das ist einer der zentralen Probleme der Theoriebildung. Wir können keine Theorien bilden in einen leeren, vollkommen unterbestimmten Raum hinein. Wir müssen immer schon etwas ahnen. Und das, was eben Fechner auszeichnet, ist ein aktualistischer Begriff der Seele, der Psyche. Wenn er hier schreibt, im schlafenden Menschen ist das Bewusstsein überhaupt erloschen, dann finden wir das, was wir auch an anderer Stelle bei Eduard von Hartmann als die Metapher des Taubenschlags finden. Die Idee, dass das Bewusstsein ein Zusammenhang ist, der dauerhaft besteht und manchmal fliegt eine Taube rein, manchmal fliegt sie raus, wie die aktuellen Gedanken, aber das Bewusstsein ist eben etwas Dauerhaftes. Und Fechner würde demgegenüber eben anführen, nein, das Bewusstsein ist eben gerade nur das Aktuelle. Bewusstsein ist eben nicht so etwas wie personale Identität. Ich habe immer ein Bewusstsein. Mein Bewusstseinsstrom ist ewig und und nicht davon abhängig, ob gerade aktuell ein Gedanke in dem Bewusstseinsstrom vorherrscht oder nicht. Ich glaube, das ist der Grundkonflikt, den wir hier noch einmal auf einer tieferen Ebene jetzt vorfinden. Was sind die impliziten Auffassungen, ontologischen Auffassungen von der Natur des Bewusstseins als Gegenstand der inneren Psychophysik oder eben der Psychologie? Wenn wir sagen, Bewusstsein ist immer nur aktuelle Aktivität, wie das meinetwegen auch die britischen Empiristen sagen würden, wie wir das bei Locke finden, wie wir das bei Hume finden und so weiter und so fort. Also Bewusstsein ist niemals über das empirisch Aktuelle hinaus. Dann ist es, glaube ich, so, dass wir uns nicht sehr wundern müssen, bei Fechner anzukommen und all die Überlegungen von dem, was wir Ganzheit, Totalität des Seelenlebens nennen, dass das dort nicht vorkommt. Aber dann gibt es eben da doch noch einen seltsamen Rest. Und das ist das, worauf ich jetzt zu sprechen kommen will. Das will ich einfach mal das Urphänomen nennen, dass wir doch mit uns selbst, mit unserem eigenen Bewusstsein, mit der Jemeinigkeit unseres Lebens konfrontiert sind und es doch irgendetwas gibt, bei dem man sagen kann, selbst wenn ich jetzt geschlafen habe und morgen aufwache, ist es so, dass ich doch immer noch derselbe bleibe. Und dass das nicht von historischen Zufällen abhängig ist, dass ein Mensch, selbst wenn er einmal eine vollkommene Demenz erleidet, dass diese Person doch noch dieselbe ist. Und andererseits argumentieren dann genau diejenigen, die so eine Aktualitätstheorie des Bewusstseins vertreten, vielleicht ist es so, dass wir zu Recht behaupten müssen, dass Menschen, die Demenz im fortgeschrittenen Stadium haben, dass sie auch ihre Personalität einbüßen. Also ein anderer Fall sind empirischer Fall an eine Grenze, an der uns das vor Augen tritt, sind also retrograde und
wie sagt man, anterograde Amnesien, in denen Menschen ihr die Fähigkeit verlieren, sich zu erinnern und neue Erinnerungen zu bilden, können wir hier noch davon sprechen, dass es eine übergeordnete Integrität des Bewusstseins gibt, die über das Aktuelle hinausweist oder nicht. Das ist das, worauf ich, glaube ich, hinaus will. Und da sehen wir erneut, wir kommen bei dem Rätsel des Bewusstseins an und es ist viel tiefer und viel voraussetzungsreicher, als man das so aus den alltäglichen Analysen sieht. Wo auch immer wir beginnen zu denken, finden wir, dass wir schon in Vorannahmen verstrickt sind, die wir ihrerseits thematisieren müssen, um am Ende doch wieder nur festzustellen, dass sie Voraussetzungen haben. Lass mich kurz interpunktieren noch einmal an dieser Stelle. Und zwar stelle ich mir die Frage, ob es denn so richtig ist, Fechner hier als einen Aktualitätstheoretiker entgegen der Synechologen auszuweisen, da es zumindest auf Grundlage des Zitates, ich bin jetzt mit Fechners Werk nicht in der Tiefe vertraut, aber auf Grundlage des Zitates mir doch so scheint, dass man hier durchaus eine Rückbindung der Einheit des Bewusstseins an Zusammenhänge der Außenwelt, also an die Reize letztlich, postulieren kann, nicht aber so sehr die Aktualitätsthese oder den Aktualismus. Es scheint mir durchaus so zu sein, dass auch eine Vorstellung eines stetigen Bewusstseinsstromes mit dieser Position hier, wie wir sie zitiert haben, vereinbar ist. Genau, das ist meine erste Nachfrage. Die andere, das betrifft nur einen, also die betrifft nur einen Kommentar, und zwar, weil du eben das Beispiel der retrograden Amnesie ins Feld geführt hast, ist eine sehr eindrückliche und interessante Veranschaulichung. Dazu findet sich bei Derek Parfit in seinen Reflexionen auf die Identität der Person. Dort kommt er auf einen Zusammenhang zu sprechen, den er bei David Chalmers, dem berühmten Theoretiker aus Australien, von dem der Begriff der Explanatory Gap kommt. Der Begriff der Easy and Hard Problems of Consciousness. Ich glaube auch der Explanatory Gap, aber will mich darauf jetzt nicht festlegen. Und zwar der Zusammenhang ist dort der, dass es eben verschiedene Weisen der Kontinuität des Bewusstseins geben kann, von der man ausgeht, und eben Parfit interpretiert, dass diese Kontinuität des Bewusstseins notwendig ist, um einen Begriff der Person zu veranschlagen, der sinnvoll ist. Und ein spannender Sonderfall ist dort der von gewissen Schlafmedikamenten, die eben bedingen, dass nach Einnahme, sagen wir eine Stunde nach der Einnahme, schläft man ein und nach dem Aufwachen erinnert man aber die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen nicht mehr. Sodass eben die Frage zu stellen ist, haben wir dann hier noch eine psychologische Kontinuität, die eben sichergestellt wird, nicht durch den Bewusstseinsfluss, denn wir haben ja geschlafen, oder haben wir keine? Und ein Merkmal, wie man den Schlaf überbrückt im Sinne der psychologischen Kontinuität, ist die Erinnerung. Man kann sich erinnern, ja, ich bin doch ins Bett gegangen und nun stehe ich auf. Aber wenn eben nun dieses Medikament gleichsam bedingt, dass wir eben die letzte halbe Stunde vor dem Einschlafen nicht mehr erinnern können, dann simuliert es sozusagen eine amnestische Situation, nicht wahr? Und man kann sagen, wir müssten, wenn wir einen strengen synechologischen Bewusstseinsbegriff haben, hier sagen oder fragen, diese Frage zumindest als sinnvoll erachten, ob wir es hier nicht mit einer Spaltung der Person in zwei zu tun haben, sodass es zwei voneinander unabhängige psychologische Kontinuitäten des Bewusstseins gäbe. Ich glaube, es ist jetzt nicht mehr der Ort, um das im Detail nachzuvollziehen, aber ich denke, es weist erstens auf eine spannende Forschungsperspektive hin und zweitens ist es dienlich dazu zu veranschaulichen, inwiefern diese doch durchaus auch alten psychophysischen Überlegungen in der modernen Debatte aufgegriffen werden, sondern darüber hinaus eben verweist es auch noch auf diesen Zusammenhang, der für viele gerade am Anfang des Studiums der Psychologie nicht selbstverständlich ist, dass man das Psychologische oder das Psychische schlechthin nicht identifizieren muss mit dem Bewusstsein schlechthin. Nicht wahr? Man kann die psychologische Kontinuität von der des Bewusstseins differenzieren anhand solcher
ich will sagen Gedankenexperimente, aber es gibt dieses Medikament, glaube ich, wirklich, sodass es ja so an der Grenze zwischen beiden ist. Also das nur als einen Kommentar meinerseits und eben nochmal die Frage zurück an dich, Alexander, oder auch gerne an dich, Ruben, falls du da im Bilde bist, ob man wirklich Fechner recht damit tut, ihn als Aktualisten auszuweisen. Da das die Frage an mich geht, will ich sie gleich schnell beantworten. Also ich hatte vorhin erwähnt, dass Fechner drei psychophysische Parallelismen vertritt. Der erste ist durchaus mit einem Materialismus vertretbar, mit einem reduktionistischen Materialismus kompatibel. Es ist also die Idee einer gleichwertigen Ersetzung aller psychologischen Erklärungen durch rein neurophysiologische, bei der wir davon ausgehen können, dass dementsprechend die Desaktivierung des neurologischen Systems auch eine Inexistenz des aktuellen Bewusstseins hervorruft. Und das ist die klassische empirische Position. Aber es gibt eben noch diese beiden anderen. Und das macht Fechner eben zu jemandem, der die Probleme der Konsequenzen von solchen materialistischen Auffassungen sich ergeben, der diese dann auch wieder transzendiert. Also die verschiedenen psychophysischen Parallelismen, die er entwickelt, betreffen verschiedene Ebenen der Grundfrage, und auf der Ebene des dritten Parallelismus kommt er auf die Möglichkeit von Bewusstsein überhaupt zu sprechen und geht deswegen zu einer Auffassung über, die wir heute Panpsychismus nennen. Und die lässt sich vielleicht auf die Formel herunterbrechen: keine physische Änderung in der Welt ohne eine psychische, keine physische Wirklichkeit ohne einen Geist, dem sie innerlich bewusst ist. Das ist etwas, bei dem wir eine Invertierung des ersten psychophysischen Parallelismus sehen, den man als empirischen psychophysischen Parallelismus bezeichnen kann. Also einfach die Beobachtung, dass wir, wann immer sich irgendetwas im Bewusstsein tut, feststellen, es ergibt sich auch etwas, es findet auch etwas im physiologischen System statt. Der zweite psychophysische Parallelismus ist dann die Frage der Kausalitätsrichtung. Und der dritte führt uns in den Panpsychismus, der heutzutage auch als Kosmopsychismus diskutiert wird, bei dem es also die berühmte Frage nach dem Doppelaspekt der Materie geht, ist in Materie, in eventuell bewusstseinsfähigen Organismen davon zu sprechen, dass bereits die Moleküle und Atome, die diesen Organismus konstituieren, dass in ihnen sozusagen die Bewusstseinsfähigkeit angelegt ist. Das ist also der Versuch, eine monistische Erklärung der Bewusstseinsfähigkeit im Universum vorzulegen, bei dem man in letzter Instanz also versucht, die Möglichkeit von Bewusstsein bereits auf stofflicher Ebene zu erklären. Das sind also Konsequenzen, das will ich nur andeuten, die sich daraus ergeben, wenn man versucht, den Schwellenbegriff in der Psychologie zu verabsolutieren und die Lösung der Probleme auf physiologischem Niveau und auf physikalischem Niveau alleine sucht. Und das Werk von Wundt würde ich schlicht und ergreifend als Emanzipation davon begreifen. Die Psychologie als eine selbstständige Wissenschaft, unabhängig von der Physik, unabhängig von der Biologie zu entwickeln, weil es eben eine Einsicht aus den Komplikationen, die sich für Fechner ergeben haben, ist, dass dieser Monismus nicht ohne weiteres aufrechterhalten werden kann. Das nur als eine kleine Ergänzung zu dieser ersten Frage, die du gestellt hast. Die zweite Frage lasse ich einmal als Ausblick. Ich bin nämlich gespannt, ob Ruben noch was dazu zu sagen hat. Ich würde in diesem Zusammenhang gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den du vorher betont hast,
weil du jetzt auch gerade wieder über die Emanzipation der Psychologie oder die Psychologie als unabhängige Wissenschaft, unabhängig von der Biologie, Physiologie und Physik gesprochen hast. Du hattest vorhin gesagt, dass es im Prinzip vor jeder Theoriebildung in der Psychologie so etwas wie eine Vorannahme immer geben muss. Ist denn das etwas, das spezifisch auf die Psychologie zutrifft, oder trifft denn das nicht auch beispielsweise auf andere Naturwissenschaften zu, zum Beispiel auf die Physik? Ich glaube, dass zum Beispiel auch in der Physik viel sich aus Vorannahmen oder intuitiven Vorannahmen entwickelt hat. Ne, beispielsweise Gravitation als Erklärungsprinzip war, soweit ich weiß, präsent, bevor es mathematische Theorien gab über Gravitation. Oder ein anderes Beispiel könnte auch Albert Einstein sein, ne, von dem ja bekannt ist, dass er eben extrem starke Intuition zum Beispiel hatte über physikalische Theorien und Theoriebildung, aber gar nicht das mathematische Werkzeug, um diese zu explizieren. Dabei musste ihm David Hilbert dann, ne, übrigens auch der große Göttinger Mathematiker, zur Seite sein. Ich wollte allgemein vielleicht die Diskussion nochmal auch auf diesen Punkt lenken. Also es gibt eigentlich zwei Punkte, auf die ich gerne noch eingehen würde. Der erste ist eben das, was ist das Besondere an der Psychologie und seinen Gegenstand? Warum ergeben sich für die Psychologie andere Fragen als für andere Wissenschaften? Liegt das an einer bestimmten Eigenschaft des Gegenstandes? Das könnte ja eine Herangehensweise sein. Das ist ein Punkt, den ihr auch in einigen Folgen eures Podcasts schon betont habt. Es gibt diese Selbstreferenzialität. Wenn ich als Psychologe eine Aussage mache über Wahrnehmung, dann mache ich auch eine Aussage über mich selber, weil ich ja selbst wahrnehmender bin. Das ist auch nochmal eine Frage an euch. Ist das das, was da zentral ist? Ist das das Besondere an der Psychologie? Ergibt sich daraus die Sonderstellung der Psychologie auch im Hinblick auf wissenschaftstheoretische Fragen? Oder ist es was anderes? Das ist ein Aspekt oder eine Frage, die ich noch hätte. Das zweite ist, ich fand das total spannend, was Hannes gesagt hat oder was er sozusagen entdeckt hat, diese Korrespondenz zwischen Psychoanalyse und Psychophysik und eben auch der Hinweis darauf, dass neben der Zergliederung auch wieder eine Integration, eine Synthese möglich sein könnte. Und darüber nochmal nachzudenken, vielleicht etwas konkreter, etwas mehr hands-on, wie kann sowas gelingen? Und ich glaube, das führt uns so ein bisschen auch auf diesen, ich sag mal, diesen Grundsatz der Analyse- und Erklärungsebenen, den man ja auch in den, ich sage jetzt mal einfach Kognitionswissenschaften, Psychologie, häufig findet, dass man verschiedene Analyseebenen auch unterscheiden kann, ja, die auch den verschiedenen Kognitionswissenschaften eigentlich zugeordnet sind. Ne? Also das kann man ja vielleicht durchaus sagen, dass zum Beispiel jetzt die naturwissenschaftliche Psychologie zum Beispiel oder ja die Physiologie halt eben sich mit neuronalen Prozessen beschäftigt und auf einer etwas noch weiter unten liegenden Ebene sind dann vielleicht einzelne Moleküle und so weiter. Also es gibt diese verschiedenen Analyseebenen. Und kann nicht vielleicht so eine Art Integration gelingen, eine integrative Theoriebildung über diesen Begriff der verschiedenen Erklärungs- und Analyseebenen? Ne? Das heißt, man unterscheidet Analyseebenen oder Erklärungsebenen und versucht aber dann wieder eine Integration, eine integrative Theoriebildung. Das ist eine Frage, über die ich mal nachgedacht habe oder auch immer noch nachdenke. So, wie kann das konkret, weil ich finde das wirklich total interessant, was Hannes gesagt hat, diese Korrespondenzen zu entdecken und eine Integration zu versuchen, aber wie kann das konkret gelingen? Ich weiß nicht, vielleicht mache ich mal den ersten Kommentar.
darauf. Ja, die beiden Fragen, denke ich, sind wichtige Ausblicke für das, was wahrscheinlich hier in dieser Sitzung nicht mehr abschließend zu leisten sein wird. Dennoch denke ich, halte auch ich sie für denkwürdig. Und die Frage, ich will sie der Reihe nach beantworten kann ich sie nicht, wie gesagt. Was ist das Spezifikum der Psychologie als Wissenschaft? Warum fragt die Psychologie nach dem Menschen und die anderen Wissenschaften fragen nach anderen Dingen? Ja, könnte man das abschließend behandeln, würde es keinen Sinn mehr machen, Psychologie zu betreiben? Das ist das eine, glaube ich. Ich denke, die Psychologie muss dort bereit sein für einen Prozess der ständigen Umwälzung ihrer eigenen Fundamente. Ansonsten ist sie eben keine Wissenschaft, sondern Dogmatik, nicht wahr? Und die Gegenstandsfrage ist eine, die in der gegenwärtigen Psychologie nicht mehr allzu brisant ist. Alexander sagt immer zu Recht, dass sie zuletzt in, ich glaube, es sind die 70er Jahre, akut geführt wurde und da vor allem in Briefwechseln. Also es ist jetzt nicht so, dass diese Selbstverständigung der Psychologie die größte Rolle spielt, was meines Erachtens natürlich auch damit zu tun hat, dass die Psychologie ja in ihrer historischen Entstehung als sich selbst begreift, auch als eine Abgrenzung von der Philosophie und diese Frage natürlich den Essentialismusverdacht in den Raum stellt, nicht wahr? Die Gegenstandsfrage der Psyche zu beantworten, heißt die Frage nach dem Wesen der Psyche zu stellen. Diese Frage ist aber metaphysisch, so könnte eine zeitgenössische Argumentation gehen und damit jenseits des Bereichs dessen, was wir als wissenschaftliche Fragen erachten. Das ist das eine. Das heißt, das ist wahrscheinlich eine unbefriedigende Perspektive, wenn es dir darum geht, die Psychologie in ihrer Spezifik zu begreifen. Ich denke aber, es ist eine direkte Implikation aus der Standarddefinition, die wir in den Vorlesungen dazu hören. Die Psychologie ist die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten, nicht wahr? Und ich würde es nun, und das ist auch der Übergang zum Selbstreferenzialitätsaspekt, den du in den Raum geworfen hast, ich würde es im Sinne der Selbstbestimmung der Psychologie so halten. Es gibt diese Selbstbestimmung, die muss einerseits offen sein, denn sie ist selbstreferenziell und müsste ein Wissen über sich selbst voraussetzen, bevor sie sich selbst bestimmt. Wir haben so einen Zirkel, der aber nicht kein Teufelszirkel ist, sondern eben, ich denke, ein produktiver Zirkel. Das ist der eine Sinn, der logische. Der andere Sinn ist, sagen wir, der ethisch-existenzial-philosophische Sinn, dass diese Selbstbestimmung auch den Sinn in sich trägt von Bestimmung als etwas, zu dem man berufen ist. Nicht wahr? Und dass wir, wenn wir nun feststellen, der Status quo ist unbefriedigend, die Gegenstandsfrage kann erstens nicht sinnvoll gestellt werden, zweitens nicht befriedigend beantwortet werden, dann sehe ich das als Aufruf, als eine Bestimmung auch eben für die Forschenden der Gegenwart, also konkret gesprochen für uns, das anders zu machen und die Psychologie so zu reflektieren, dass sie in eine Lage versetzt wird, in der diese doch brisanten Fragen sinnvollerweise gestellt werden können. Das heißt, hier kann ich, glaube ich, nicht mehr machen, als die Segel zu setzen. Diese erste Frage, die du gestellt hast, ist eine von größter Bedeutung. Ich will sie einmal von einer anderen Perspektive aus angehen. Wenn wir uns fragen, was ist das Besondere an der Physik? Was ist das Besondere an der Chemie? Was ist das Besondere an der Biologie? Und was ist das Besondere an der Soziologie, um noch einen Ausreißer zu offerieren? Dann haben wir hier oft Antworten zur Hand. Wenn wir sagen, die Soziologie untersucht die Gesellschaft. Wenn wir sagen, die Chemie untersucht das die Transformation des Stoffs und die Mischung des Stoffs. Wenn wir sagen, die Biologie untersucht das Organische oder eben das Leben. Aber in keinem dieser Fälle können wir, wenn wir einen zweiten Blick darauf werfen, uns ganz sicher sein, dass es sich tatsächlich darum handelt. Selbst wenn wir die Physik als eine Disziplin, die den Stoff, die Natur des Stoffes untersucht,
heranziehen, sind wir an dem Punkt, an dem wir eben über psychophysischen Parallelismus gesprochen haben, an einen Rand gestoßen, an eine Grenze, an ein Gebiet, an dem das Ganze plötzlich problematisch wird. Wenn also die Physik auch die Bewusstseinsfähigkeit des Stoffes beinhalten soll, den sie thematisiert, dann ist sie plötzlich genauso vage, wie es für die Psychologie gilt. Und da will ich einmal darauf hinaus zu sagen, wenn wir Wissenschaft als eine Auseinandersetzung mit der Fülle, mit dem Reichtum, mit der Tiefe, mit der Mannigfaltigkeit der Phänomene der Welt, in dem tiefen Sinn von Welt, in dem schwierigen Sinn von Welt sehen, dann haben wir es bei keiner Wissenschaft wirklich leicht. Denn selbst wenn wir sagen, die Physik ist die Wissenschaft vom Stoff in Absehung von den Schwierigkeiten mit dem Bewusstsein und so weiter und so fort, dann ist dieses in Absehung plötzlich ein Zergliederungsprozess, der uns gar nicht so leicht fallen wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Glorifizierung und eine Verklärung der Naturwissenschaftlichkeit schlechthin haben, weil wir glauben, dass es das sozusagen, es seien nur Marginalien, es sei nur irgendetwas nebenbei. Aber der Teufel steckt im Detail und die größte Herausforderung kann ja gerade darin bestehen, solche Vollständigkeiten zu behaupten. Das sehe ich mit Max Scheler so. Max Scheler spricht über ethische Systeme so. Max Scheler sagt, der Utilitarismus ist eigentlich das beste ethische Modell. Er kann fast alles erklären, außer das Wichtigste. Und das ist eine wunderbare Ironie, bei der ich von der Physik fast schon das Gleiche behaupten würde. Und da müssen wir sehr genau darauf achten, dass wir kein Phänomen unter den Tisch fallen lassen, um uns selbst sozusagen in die Tasche zu lügen und zu glauben, es gäbe an der Disziplinarität, an der Natur, was Disziplinarität hätte, etwas, was sozusagen uns ein sicheres Terrain, einen Schutzraum geben, indem wir sagen können, hier haben wir eine idealtypische Wissenschaft, die Physik, in der es keine Probleme gibt. Wer in die theoretische Psychologie, in die theoretische Physik schaut, sieht unmittelbar, wie dort die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Luft ringen, in der Hoffnung, dass irgendjemand ihnen eine helfende Hand reicht, um mit dem Problem von der großen Paradoxa der Natur zurechtzukommen. Insofern glaube ich, dass wenn wir jetzt an den Punkt kommen sollten, dass die Psychologie nicht mit einem klar definierten Auftrag, mit einer Aufgabe, einen Gegenstand möglichst nüchtern und angemessen zu bestimmen versehen ist, sondern eben mit einem Problem konfrontiert ist, mit einem existenziell gerechtfertigten Problem, weil uns Psyche schlicht und ergreifend begegnet und wir diesem fremden Wanderer auf unseren Wandelfaden des Lebens nicht immer gerecht werden können und uns hier eben etwas Fremdes gegenübersteht, dass wir, selbst wenn wir uns versuchen, ihm anzunähern, sich uns eben dann wieder entzieht. Dass hierin eigentlich etwas besteht, dass sich sozusagen dann, und das ist vielleicht die höchste der Ebenen der Reflexion von Präsuppositionen, die wir so erreichen können, bei dem wir also die Bedingungen von Rationalität selbst überwinden. Also bei dem wir sagen, hier haben wir es jetzt nicht mehr mit einem klar abgesteckten Raum von logischen Gesetzmäßigkeiten zu tun, mit denen wir einen klar definierten Gegenstand durchleuchten, sondern hier gibt es den Aufforderungscharakter der Wirklichkeit. Wir betreiben nicht Psychologie, weil es uns beliebt, sich einmal mit dem Gegenstand auseinanderzusetzen, sondern es ist so, dass wir, um dieses Wort von Heidegger zu entlehren, geworfen sind. Unsere Geworfenheit gegenüber dem Gegenstand der Psychologie, bei dem wir nicht die Souveränität haben zu sagen, das ist heute Psychologie und das ist morgen Psychologie, sondern in dem Moment, in dem jemand die Psychologie ganz knapp und einfach vor sich hin definiert,
jeder sofort merkt, das ist gar nicht wirklich Psychologie. Und das Wort ist gerade eben nicht leer. Wir können es nicht beliebig definieren, sondern es gibt etwas, was uns in die Pflicht nimmt. Es gibt einen ethischen Auftrag der Wissenschaft der Wahrhaftigkeit zu sagen, wir forschen einer Sache nach, die es wirklich gibt, die ein wirkliches Problem, eine wirkliche Anforderung an uns ist. Und wir können uns das Leben nicht leichter machen, indem wir uns die Welt weniger rätselhaft machen, als sie wirklich ist. Insofern ist meine Antwort auf die Frage, was ist das Besondere an der Psychologie, dass sie eben gar nicht so besonders ist, denn alle Wissenschaft ist, und da gibt es keine Gewissheiten und es gibt auch keine Schwimmweste der Naturwissenschaften, bei denen alles so klar wäre. Das ist meines Erachtens die Suggestivkraft einer vollkommen nüchternen und kalten, rationalen Wissenschaft, ist ein Artefakt, das dadurch entstanden ist, dass wir im 20. Jahrhundert diesen ausführlichen Geltungsdiskurs hatten, in dem der kritische Rationalismus eine Standardauffassung von Wissenschaftlichkeit entwickelt hat, nämlich Falsifikationismus im weitesten Sinne. Und eben dieser Diskurs in seiner Problematik selbst überhaupt nicht, dabei in der Regel überhaupt nicht mitbegriffen wird. Dass zum Beispiel Karl Popper ein Kritizist gewesen ist, der in kantianischer Tradition stand, dass der Begriff der Geltung von Hermann Lotze kommt, dass diese Dinge historisch gewachsen sind, Zusammenhänge zeigen und dass wir uns nicht sozusagen auf den festen Boden des kritischen Rationalismus stellen können. Der kritische Rationalismus ist in seiner philosophischen Tiefenstruktur selbst Treibsand. Und wir müssen tiefer gehen. Wir müssen begreifen, was dahinter steht. Und erst dann begreifen wir, dass es Wissenschaft zu treiben immer ein Abenteuer ist, immer etwas ist, was man nur mit größter Verantwortung treiben kann. Und dass derjenige, der sich vielleicht in der Gewissheit wähnt, er könne einfach Wissenschaft betreiben, ohne dabei die Grundlagen, dass der sich der Leichtgläubigkeit schuldig macht. Und das ist gerade auch, glaube ich, der Auftrag von unserem Podcast mit besonderem Blick auf die Psychologie zu sagen, dass wir uns hier nicht selbst in die Tasche lügen sollten, zu glauben, dass es eine leichte Sondierungsaufgabe wäre, die wir hier betreiben, sondern es ist eben ein ewiges Problem. Und nur das mit Ernsthaftigkeit und Strenge kontinuierlich sich vor Augen zu führen, ist das eigentliche Korrektiv der psychologischen Forschung. Das würde ich eben behaupten. Ich habe es ja schon neulich in einer Episode mit Goethe gesagt und ich werde es nochmal sagen, es irrt der Mensch, solange er strebt. Und das sehe ich als Imperativ. Das sehe ich dafür als Auftrag zu sagen, wir als Psychologinnen und Psychologen müssen uns beständig dieser Verantwortung bewusst werden. Ich fand das jetzt interessant, was du gesagt hast. Wenn ich es richtig erinnere, die Grundlagen des kritischen Rationalismus sind selbst Treibsand. Und man muss sozusagen noch grundlegender ansetzen, die Bedingungen sozusagen prüfen. Das fände ich jetzt spannend, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich jetzt für diese Folge ein bisschen den Rahmen sprengen, wie man da konkret ansetzt. Und ich würde mal vermuten, du würdest dich dann auf die Phänomenologie oder Husserl beziehen, vermutlich. Ja, das war ja auch eigentlich ursprünglich meine Eingangsfrage, mit der ich euch angeschrieben hatte. Dazu sind wir jetzt nicht gekommen, aber ja, vielleicht ein andern Mal. Aber ja, trotzdem danke, dass du das nochmal ausgeführt hast. Ich muss lachen, ich musste gerade schmunzeln, als du das so dargestellt hast, Ruben, weil es mich daran erinnert, wie viele der Seminare am Psychologischen Institut verlaufen sind, wo man sich für ein Thema trifft und im Vorwort schon verliert. Das hatte immer auch eine gewisse Zufälligkeit, was den Leuten eben gerade im Sinn stand und worüber man sich dann ewig verzettelt hat. Also ich denke, dass du das ganz richtig siehst, dass die Phänomenologie eine Weise bietet, wie
die wissenschaftstheoretischen Grundlagen selbst noch einmal des kritischen Rationalismus als der dominanten wissenschaftstheoretischen Position thematisiert werden können, auf der Hand liegt. Es gibt allerdings auch andere mögliche Positionen. Ich würde die philosophische Anthropologie als solch eine ansetzen. Die Existenzphilosophie ist eine ähnliche, auf die wir uns ja jetzt in der Aufgabenbestimmung der verschiedenen Wissenschaften berufen haben, wenn wir sie eben als eben nicht kalte, sondern geradezu urmenschliche Unterfangen verstehen wollen. Und es gibt eben noch eine Reihe anderer solche Positionen. Jetzt mehr mit der analytischen Denkströmung verbandelt wäre eben die Sprachphilosophie, die auch noch dazu in der Lage wäre, hinter Popper zurückzuschreiten. Aber ich sehe es auch so, dass ich denke, die Episode für heute in sich rund ist und ich dich gerne wieder hier treffen würde, wenn du zu einer späteren Zeit noch einmal im größeren Detail und vielleicht diesmal mit mehr Strenge auf die Verbindungslinie mit uns zu sprechen kommen willst, die eben zwischen kritischem Rationalismus und phänomenologischer Psychologie sich aufspannt. Von meiner Seite her, auch wenn wir jetzt auf deine Frage zur Psychoanalyse und Psychophysik nicht nochmal einzeln zu sprechen gekommen sind, das können wir ja vielleicht nachher im Kaffeegespräch machen, wenn man so will. Von meiner Seite aus wäre alles gesagt und ich würde, wenn Alexander nichts mehr interpunktieren will, dir, Ruben, die Gelegenheit geben, noch ein Abschlusswort zu finden, vielleicht etwas, das du den Zuhörenden mitgeben willst und einfach genau ganz frei ansonsten. Ja, vielen Dank. Erstmal ja, möchte ich mich auch nochmal bei euch bedanken für die Einladung und für das Gespräch. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ja, auf jeden Fall viele neue Denkanregungen bekommen. Also ich werde mich wahrscheinlich noch sehr lange mit den Themen, die wir jetzt angesprochen haben, beschäftigen. Ja, also und vermutlich, wie es ja immer ist, ne, dass man dann eben auch anfängt wieder zu lesen und dann wieder zu denken und dann kann ich mir gut vorstellen, würde ich mir hoffen, dass auch dann ein fortwährender Diskurs zwischen uns stattfindet. Und ansonsten, ja, abschließend vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn vielleicht allgemein Psychologinnen und Psychologen zuhören, dass sie vielleicht auch ja, mit euch ins Gespräch kommen. Ja, weil für mich war es sehr sehr bereichernd. Und ja, es ist ja eben ja, mir auch ein Anliegen, dass die irgendwie der interdisziplinäre Diskurs irgendwie allgemein Fahrt aufnimmt. Ja, finde ich einfach spannend und ja, würde ich mir eben wünschen, dass andere Wissenschaftler da auch dran teilnehmen. Das hast du sehr schön gesagt. Ich kann mich dir nur anschließen und möchte mich auch den Danksagungen von Hannes anschließen. Es war für mich eine große Bereicherung, dieses Gespräch geführt zu haben und freue mich, in dir jetzt einen Verbündeten sozusagen auf dem in den Schlachtreihen der interdisziplinären Wissenschaftler zwischen Philosophie und Psychologie gefunden zu haben. Als Abschluss unserer heutigen Sitzung nur eine ganz kurze Zusammenfassung. Wir haben uns heute mit den Grundfragen der Theoriebildung in der Psychologie auseinandergesetzt. Wir haben gefragt, unter welchen Bedingungen das Rätsel des Bewusstseins verstanden werden kann und andererseits, wie wir einen Beitrag dazu leisten können, die Theoriebildung in der Psychologie zu verbessern. Dabei sind wir nicht so stark auf die gegenwärtige Problematik der Replikationskrise eingegangen, die natürlich vor allen Dingen den wissenschaftstheoretischen und epistemologischen Gründen nachgeforscht, sind damit auf Fechner genauso wie auf Kant gekommen und haben einen offenen Diskurs darüber geführt, wie wir diese Debatte vorantreiben können. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir sie hoffentlich so bald wie möglich mit dir, Ruben, fortsetzen können. Ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu sagen, was heute nicht zur Sprache gekommen ist. Als Abschluss für mich noch ein kleines Detail. Du hast ein Lob gewisserweise angeregt der Bücher, der väterlichen Bücherregale. Und das muss ich nur noch loswerden. Auch mein geistiges Erwachen fing am Bücherregal meines Vaters statt, als ich ihm seine Nietzsche-Ausgabe geklaut habe und sie ramponiert habe. Aber so ist gewisserweise auch mein geistiges Erwachen auf ein väterliches Bücherregal
Regal zurückzuführen. In diesem Sinne, falls es junge Zuhörerinnen und Zuhörer gibt, bitte rauben Sie die Bücherregale Ihrer Eltern aus, es wird sich nur lohnen. Es war heute eine sehr angenehme Episode. Ich bedanke mich bei euch beide und hoffe, dass wir uns bald wiederhören. Machen Sie es gut. Ja, auch von mir. Nur noch ein letzter Nachtrag, den wir nicht vergessen dürfen. Ich will es fassen mit der französischen Bewegung oder der französischsprachigen Bewegung. Denken Sie so, je suis Ruben, schreiben Sie uns an, wenden Sie sich an über die verschiedenen Modalitäten, über die Sie uns erreichen können, an die AG Philosophie und Psychologie, besuchen Sie die Homepage, nehmen Sie das alternative Veranstaltungsangebot wahr, es finden Kolloquien statt, es finden digitale Stammtische statt, das schon über die ganze Pandemie. Also wir haben hier wirklich mittlerweile, darf ich auch mit einem gewissen brüderlichem Stolz sagen, eine lebendige Gemeinschaft, die sich regelmäßig trifft und die einen gemeinsamen Aufgabenhorizont verbindet. Schöner kann es eigentlich nicht sein in der Wissenschaft. Also nehmen Sie es wahr, melden Sie sich an uns, wir freuen uns ganz besonders und auch Sie können hier mit uns sprechen oder Sie können auch mit uns einfach schreiben. Es ist alles möglich. Also auch meinerseits vielen Dank an euch beide und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.